Oh, ja, wah. Die Musik verleitet mich, auf meinem Hund Gitarre zu spielen. Sehr. Dabei oder raus? Na, dann bin ich raus. Tut mir leid, Jet. Fakt ist, du bist dabei. Ich hab nen Kobold im Kopf und der spielt wie bekloppt Balalaika. Ich hab nen Kobold im Kopf und dem ist alles völlig egal. Warum auch den Streamer einfach mal seine Anmoderation machen lassen, wäre ja blöd. Erstmal vielen, vielen Dank. Einen wunderschönen Breitstab. Dann bin ich raus. Auditore 21 TV. Tut mir leid, Fakt ist, du bist dabei. Vielen, vielen Dank für dein Abo und auch für dich, Sonja, nochmal vielen, vielen Dank. Der Hype Train nähert sich. Leute, ihr seid verrückt. Was ist hier los? Erstmal herzlich willkommen wieder mal bei einem Stream meinerseits. Es hat lange keinen gegeben, wie ihr vielleicht gemerkt habt, aber ich bin wieder da gerade. Herzlich willkommen, Auditoren. Kleiner Sonja. Als drei, kleiner als drei, kleiner als drei, Pipe-Symbol. Pipe-Symbol. Mich habe ich auch schon gelesen und Lindariel, herzlich willkommen hier. Sorry, ne, alles gut. Ich freue mich wieder hier zu sein für euch, aber es gibt nachher auch noch eine kleine Ankündigung, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber ich würde nachher mit euch gerne noch mal ein bisschen quatschen. Nicht, dass wir das jetzt sowieso schon machen, aber noch mal ein bisschen ernster ist es noch nicht mal. Musste halt sein. Alles gut. Hau immer raus. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Money! Ja, baby, yeah! Kleiner als drei, 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 schön, dass du da bist. Kleiner als drei, kleiner als drei, kleiner als drei, kleiner als drei. Money! Ja, baby, yeah! Darf an dich. Schwarzes Herz. Vor allem, da ist ein rotes Herz abgebildet. Schwarzes Herz. Hallo Jenny, auch dir herzlich willkommen. Schönen guten Abend, dass du da bist.
Hört mal auf mit den Bits. Das muss alles nicht sein. Lastet. Behaltet das Geld und haut es bei Daniel auf den Kopf. Leute, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Soll ich jetzt schon schnacken oder was? Ach, Leute, wir gehen erstmal ins Spiel rein. Dafür sind wir ja eigentlich auch hier. Fishing, Schnauze und Spiel. Money! Ja, Baby, yeah! Schnauze und Spiel. Ja, ist ja gut. Wir sind hier mal wieder im schönen Burgwalde. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht mehr, was wir hier so das letzte Mal alles gebaut haben. Das ist schon alles ein bisschen her. Das Einzige, woran ich mich noch daran erinnere, ist, hier entsteht bald was. Das weiß ich nur von Sonja, dass wir da was hingebastelt haben. Ich hoffe, der Ton ist so gut. Ich habe nichts verstellt, aber manchmal ist es ja so, dass sich Sachen einfach verstellen. Von daher hoffe ich mal, dass der Sound soweit in Ordnung ist für euch. Ansonsten sagt ihr einfach Bescheid, dann ändern wir das noch ein bisschen. Nee, so läuft der Lachs hier. Wir haben hier beim letzten Mal... Wo bleibt der Train? Keine Ahnung, aber ein bisschen leise. Ich ein bisschen leise oder wer ist ein bisschen leise? Gönnt dem lieben Gaming-Bär das was? Nein, lasst das. Haltet bitte eure Bits. Ich bitte euch. Ich find's gut. Du leise. Also ich habe mich jetzt ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, es geht. Ich kann hier nicht so schreien, weil ihr wisst ja, abends und so Kinder im Bett, Frauchen gegenüber. Also nebenan. Wir gucken mal. Ich kann sonst auch den Ton vom Spiel ein bisschen leiser machen im Notfall. Ich schwöre die Treue. Daniel, hör auf. Lass das. Ich meine, vielen, vielen Dank, aber lass das. Ich schwöre die Treue. Vor allem schön, dass ich da auch den Emote geändert habe. Naja. Hype Train. Ja, lass das mit dem Hype Train. Ehrlich jetzt. Ich werd rot und besorgt und so weiter. Lass das, bitte. Oh, Money! Ja, Baby, yeah! Ihr seid verrückt. Ich komme gleich zum Spielen hier. So, ich spiele jetzt einfach. So, wir haben hier vorne, das ist ja alles... Gibt alles hier Landrat. Was? Landratgen? Ich glaube, du wolltest Landratten schreiben. Alter, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren, Leute. Ihr seid bekloppt, seid ihr doch. Jetzt müsst ihr noch abonnieren. Jemand muss doch abonnieren. Nein, hört auf damit. Bitte. Hi zusammen. Viziero, du hast gerade ein Abo geschenkt bekommen vom guten Daniel. Viel Spaß damit. Leute, hört auf jetzt. Bitte. Wirklich. Ehrlich. Bitte hört auf. Keine Bits und so weiter. Hört auf, bitte. Das ist mir leicht unangenehm gerade. So, wir entfernen schon mal das Schild. Ich würde fast behaupten, wir machen hier noch ein bisschen was mit den Stöckern und so, ne? Die, finde ich, sieht gar nicht so verkehrt aus. Nicht aufhören. Macht weiter, hört nicht auf den Dicken. Hört bitte auf mich, ehrlich. Das Ding ist, jetzt muss ich es doch einmal vorwegnehmen. Warte. So, ich gehe nochmal kurz in den Chat-Modus. Jetzt sind ja auch schon ein paar da, dann kann ich das auch vormachen. Also, ich habe ja eben gerade schon gesagt, dass ich was ankündigen möchte. Ich werde nicht bei Twitch aufhören. Also, gleich schon mal vorweg, bevor Daniel Angst bekommt oder sonst irgendwas. Ich werde weiterhin streamen. Aber, ich habe jetzt in meiner Abstinenz, er will eine Frau werden. Ja, das stimmt. Ich möchte endlich, also den Busen habe ich schon. Jetzt fehlt noch das andere. Ich stehe voll hinter dir, meinst du wahrscheinlich. Nein, pass auf. Ich werde mit Twitch nicht aufhören, aber ich habe in den letzten Wochen, wo ich jetzt nicht gestreamt habe, schwanger bist du auch. Ja, das stimmt. Das bin ich auch. Ich habe in den letzten Wochen, wo ich nicht gestreamt habe, festgestellt, dass das für meine Kopfgeschichte, nenne ich es jetzt einfach mal, und auch für meinen Schwindelkram relativ gut war. Von daher werde ich zukünftig relativ spontan streamen. Ich werde nicht mehr so häufig streamen. Also die letzten Wochen habe ich jetzt nicht häufig gestreamt, aber teilweise war es ja schon 2-3 Mal die Woche, dass ich dann wieder gestreamt habe. Das werde ich nicht mehr machen. Ich werde auch nicht mehr zwangsläufig immer Freitag streamen. Ich werde mir das so ein bisschen hinschieben, wie ich Bock habe und so weiter. Ey, Level 3 schaffen wir wohl im Chat. Leute, lasst das bitte, ehrlich. Ich weiß nicht,
wie lange ich immer zur Pause zwischen den Streams habe. Und ich möchte nicht, dass ihr eure Abos und sowas jetzt hier raushaut. Und dann bin ich halt mal einen Monat nicht da. Also ich sage jetzt für Daniel zum Beispiel, der jetzt gerade mal eben kurz bummelig 10 Euro rausgehauen hat für Abos oder 6 oder was auch immer sind, ist ja egal. Ich möchte nicht, dass ihr Geld dafür ausgebt, dass ihr mich manchmal vielleicht auch mal 4 Wochen wieder nicht seht. Ist doch egal, es geht um dich, nicht um das Abo. Ja, das ist nett, Daniel. Wie gesagt, aber lasst es einfach. Lasst die Bits und sowas sein. Ich freue mich darüber. Ist völlig okay. Ist aber auch kein Geheimnis. Ich werde mit Twitch nicht reich und das möchte ich auch gar nicht werden. Und da ich nicht sagen kann, wie regelmäßig ich streame, dann behaltet eure Bits und eure Abos und haut sie bei Daniel raus. Der kann sie besser gebrauchen. Klingt gerade ein bisschen doof, aber ist auch viel besser, dich nicht zu sehen. Sehe das Problem nicht. Was? Halt die Schnauze. Ich habe aber auch, was, das wollte ich ja auch noch dazu sagen, ich habe in der Zeit, wo ich jetzt nicht gestreamt habe, bisschen mehr YouTube wieder gemacht. Der ein oder andere hat es vielleicht schon gesehen auf dem Kanal. Es ist das Wildcat Sanctuary rausgekommen im Speedbuild. Da bin ich jetzt mittlerweile bei Folge Nummer 6. Du Arsch. Ja, so ist er halt. Wir kennen ihn doch. Nein, wie gesagt, da ist Folge 6 nicht rausgekommen, aber schon vorproduziert. Ich habe mittlerweile jetzt noch eine Zootour, die fertig ist und 2 Zootouren, die noch ein bisschen fertig geschnitten werden müssen, aber dann auch im Prinzip fertig sind. Also ich habe gut was vorproduziert. Und ich würde gerne bei YouTube wieder ein bisschen aktiver werden, erstmal. Ich hatte mit Sonja und mit Daniel auch drüber gesprochen, weil mir, also nicht, dass eure Meinung vom Rest nicht wichtig wäre, aber die beiden Mods, wie gesagt, da ist mir das sehr wichtig, was die auch davon halten. Und ich werde bei YouTube wieder ein bisschen aktiver werden. Wie gesagt, Speedbuilds werden da kommen. Ich habe auch schon überlegt, ich werde eventuell den Badazzo umwandeln. Du hast ein Level Hype Train Emote erhalten. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für den Hype Train. Ich werde vielleicht den Badazzo umwandeln in ein in ein Sandbox Zoo und werde vielleicht da ein bisschen weiter Speedbuilds machen oder so, ich weiß es noch nicht. Aber erstmal jetzt kommt das Wildcat Sanctuary, wenn das fertig ist. Wir sind jetzt bei, wir haben 5 Katzen schon von 11, also wir sind quasi bei der Hälfte. Da werden jetzt noch ein paar Videos kommen. Ich denke mal, nachher werden wir an die 15 bis 20 Videos ungefähr haben von dem Ding. Und danach werde ich dann weiter andere Speedbuilds machen. Sprich, mehr YouTube. Dann bist du eigentlich im Februar bei YouTube-Projekt eigentlich perfekt aufgerufen. Daniel, da haben wir schon drüber gesprochen. Staffel 2 bin ich vielleicht dabei. Nein, also wie gesagt, ich werde weiter streamen. Ich werde das hier nicht abbrechen, ich werde hier nichts löschen, ich werde kein Equipment verkaufen und was auch immer. Nur es kann sein, dass ich halt auch mal 2 Wochen wieder eine Pause habe, dann wieder streamen komme. Ihr werdet das immer bei Instagram erfahren, so wie heute auch, da habe ich es auch gepostet. Aber ich möchte mich nicht mehr so festlegen, weil dieses, ja, wie soll man es nennen, dieses Freigeistliche immer dann zu streamen, wenn man Bock hat. Ich habe eigentlich immer Bock, aber... Dabei oder raus? Na, dann bin ich raus. Tut mir leid, Jet. Fakt ist, du bist dabei. 14 Monate folgt der Typ mir schon. Daniel, vielen, vielen Dank. Apropos, vielen, vielen Dank. Das müsste... Warum geht mein Drehen? Knopf geht nicht. Sonja, magst du Daniel mal kurz einen Dreh geben? Wie gesagt, ich werde YouTube wieder ein bisschen mehr machen, weil ich da einfach mache, womit du Spaß hast. Genau das werde ich tun. Nein, ich will nicht. Doch, kriegst du jetzt. So. Und Lindariel hatte auch noch ein Abo und Sonja, du auch noch. Also, klär das mal, Sonja. wie gesagt, ich werde YouTube ein bisschen mehr machen, weil ich da einfach sagen kann, ich fange einfach an, was zu machen. Bei YouTube, wenn ich nach einer Stunde irgendwie keine Lust habe, Schwindel kommt, whatever, dann kann ich halt eine Pause einlegen. Das ist im Stream halt ein bisschen schlecht, wenn mir jetzt schwindelig werden würde, dann könnte ich nicht mal kurz 10 Minuten Pause machen, dann wiederkommen oder so. Das ist halt immer ein bisschen problematisch. Deswegen wird es vermehrt YouTube-Videos geben und hin und wieder mal Streams nebenbei. Habe ich jetzt für mich so entschieden. Ich werde, wie gesagt, nicht von der Bildfläche verschwinden. Und jetzt reicht's mit dem Gefühlsduseligen hin und her. Wir gehen zurück und bauen weiter. Vielen Dank, Sonja.
Wie ist es euch denn ergangen? Wie war... Ich muss mal kurz für mich den Ton ein bisschen leiser machen. 1000 Punkte hat sie. DJ, du weißt Bescheid. Ich schaue später nochmal rein. Alles gut, Daniel. Und wenn nicht, ist auch nicht verkehrt. Alles gut. Grüß Wulpix von mir. Und habt einen schönen Abend. Ist der schon zu groß? Müssen wir gleich mal gucken, ob die da drüber kraxeln können. Ja, wie waren eure Feiertage? Erzählt mir ein bisschen was. Ich meine, von dem einen oder anderen weiß ich das schon, weil man privat geschrieben hat. Aber haut's mal raus, erzählt mal was. So, passierbarer Bereich. Guck mal jetzt, das habe ich mir fast gedacht, dass sie da jetzt gar nicht mehr rumkommen, aber sie kommen da noch rum. Ist okay, das lassen wir so. Dann nehmen wir wieder ein bisschen von dem Immergrün. Damit bin ich auch eskaliert mittlerweile bei Wildcat. Und die Mitarbeiter? Was? Achso, die Mitarbeiter, ja, gucke ich auch gleich nochmal. Aber die dürften natürlich auch durchkommen. Würde ich jetzt mal fast behaupten. Rike war geflasht von ihrer Ukulele. Achso, ja. Die Ukulele? Immergrün Sanctuary. Ja, genau. Ja, ihr habt ja in den ersten Folgen schon gesehen, in den ersten beiden. Guck mal, da brauchen wir gar nicht nachgucken. Der kommt drüber. Sehr schön, danke sehr. Nee, also ich muss sagen, der Sanctuary macht mir gerade richtig mega Spaß. Das macht richtig Laune, den zu bauen und zu createn und so weiter. E-Ukulele, okay. Nee, das macht gerade richtig Spaß und ich merke auch, in den ersten Folgen war es wirklich so, dass das mega ungewohnt war, mit mir selber zu sprechen. Hier hat man ja immer noch so ein bisschen Feedback zumindest. Das fehlt natürlich bei so einem Voice-Over total. Das war mega unangenehm erstmal wieder. Aber mittlerweile habe ich mich, glaube ich, wieder gefangen und jetzt läuft es ganz gut. Wie gesagt, zwei Parktouren habe ich heute auch noch aufgenommen. Es gibt demnächst von Einfach hier den Park El Rio Negro und ich habe noch einen kleinen wie heißt diese komische Plattform auf Facebook, da hat mich einer angeschrieben und der hat mir so einen kleinen Zoo geschickt, der hat gerade mal 85 Stunden auf der Uhr, aber sein Zoo sieht schon gar nicht mal so verkehrt aus, aber das werdet ihr alles sehen. Ich war aber auch sehr gerührt, nur jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr, weil du krank bist wahrscheinlich. Warum warst du gerührt? Was hast du bekommen? Erzähl. Oder habe ich das schon gesehen? Hast du es mir schon erzählt? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Stopp, ich gar nicht hin. Da wollte ich hin. Oh ja. Oder man labert halt 45 Minuten und wundert sich, dass das Video bei 30 ist. Merkwürdig heute. Ja, das verstehe ich auch nicht, was da los war heute bei dir. Das war schon crazy. So, ich will das auch nicht zu voll mühen. Ich glaube, hier vorne der Bereich ist schon ganz okay so. Hier würde ich tatsächlich vielleicht noch ein bisschen Birke hinbauen. Da können wir hier auch noch so einen Stumpf hinbauen. Verkleiden wir auch gleich noch ein bisschen was mit zwei Karten für Persengold. Und Rike hat mein Lieblingslied gesungen und auf der Ukulele gespielt. Mega gut. Das finde ich schön. Ist halt nicht umsonst mein Partner, ne? So, jetzt hast du wenigstens, jetzt hat es wenigstens geklappt, aber 16-fache schon eine Nummer. Das kann ich sagen. 16-fache Beschleunigung bei einem Speedbuild ist schon, also ich sag ja, Speedbuild hat bei dir eine ganz andere Bedeutung. Das hat mit Speedbuild nichts mehr zu tun, das Ultraspeedbuild. So, dann nochmal einen anderen Stopp. Ja, sehr emotional. Aber so gehört sich das, so muss das sein. Mich irritiert das gerade, dass Sonja bei mir im Chat hier orange ist. Die hat sonst immer andere Farben. Ist der gleiche, dann machen wir noch mal, warte mal, das machen wir anders. Make and Play schreibt, weil der hat auch orange bei mir, deswegen irritiert das ein bisschen. Inzwischen kriege ich das mit dem Reden gut hin. Ich erzähle halt dann irgendwas und komme von Hundertstel ins Tausendstel. Das kenne ich mich ja.
What? Ich bin normal immer blau. Ja, bist du auch. Deswegen irritiert mich das so. Ist das Street Mama eine Weile nicht und dann sowas. Ja, und da gibt es demnächst noch eine Zootour von der Recreation von Thomas, den Hagenbecks Tierpark. Den habe ich mir auch zu Gemüte geführt. Micha Roth. Ja, genau. Micha ist nämlich normalerweise bei mir auch im Chat rot. Aber heute nicht. Heute ist er orange, genauso wie Sonja. Und du bist lila, wie immer. Bei dir passt es. Naja, egal. Das war der große Ding auch nicht. Der ist auch so riesig, den nehmen wir auch nicht. Michael ist bei mir orange, wie immer bei mir. Ne, bei mir ist er sonst immer rot. Alles egal. Thomas, da ist er. Hey, ihr habt schon angefangen ohne mich. Bin erstmal im Lurch dabei. Hallo an alle Schmusis. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Ja, dann lobt mal ein bisschen. Dann sehen wir uns ja sicherlich später oder lesen wir uns später nochmal. Mit Partner, bei mir ist alles wie immer. Das ist in dem Fall dann der Vorteil. So, hier nochmal ein bisschen immer grün. Ich benutze immer, um meine Alerts einmal zu testen, benutze ich immer den Ausrufezeichen Freak von Thomas. Deswegen hat er ein bisschen Ohrwurm von seinem Command. So, das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Achso, Sonja, es gibt übrigens, oder generell an alle, es gibt einen neuen Command, den ich eingeführt habe, oder wieder hinzugefügt habe. Ausrufezeichen save mit O. You're gonna save the world! Also, wenn ihr möchtet, dass ich speichere, einfach Ausrufezeichen save eingeben. Der Run ist leider noch nicht. Ausrufezeichen, hey. So, was sagt ihr? Hier vorne, der Bereich kann eigentlich so bleiben, oder? Wir gehen mal kurz in die Erkundungskamera. Also hier vorne muss natürlich noch irgendwie ein bisschen dorthin. Aber ich finde, das kann man so anbieten. Das kann man, glaube ich, so anbieten. Gehen wir kurz hier vorne rum. Habe ich hier schon Bänke gesetzt? Okay. Rein war ja. Von hier sieht es auch ganz gut aus. Mir gefällt es, das ist schon mal gut. Wie gesagt, da hinten müssen wir gleich noch irgendwie ein bisschen was bauen. Ich habe aber noch keine richtige Idee, um ehrlich zu sein. Ja, das kann man ganz gut anbieten, glaube ich. Ich finde, da muss noch was als Unterbesatz mit rein. Als Unterbesatz? Nennt man das so? Also als Zweitviech sozusagen. Ja, können wir gleich mal gucken. Wenn wir ihn wollen, ja. Racker 1997. Moin Thomas. Ich heiße nicht Thomas, aber hallo Racker. Aber vielleicht begrüßt er auch einfach Thomas Freaks, man weiß es nicht. Ne? So, du meinst, da muss noch ein anderes Tier mit rein. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin aber nicht Thomas. Und wer bist du, Racker? Erzähl mal. Ich kümmere gleich mal um den Nachwuchs. Ne, die kümmern sich gleich mal um den Nachwuchs. Ja, da ist viel zu viel, ne? Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen aussortieren. Das ist, glaube ich, ein bisschen heftig viel. Was ist hier los? Alter Schwede, sind hier viele.
Quatsch, gar nicht, da wollte ich hin. Guck mal, wir haben sogar rote. Wo haben wir die denn? Ach, die sind im Handelszentrum, ich wollte gerade sagen. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Ja, sowas von. So, wir lassen einfach mal alle frei, gleich bis auf den, da behalten wir mal. Und haben wir eine goldene Frau? Ne. Wir haben eine silberne Frau, die behalten wir mal. Weil hier juckt es ja keinen, ob die Inzest machen oder nicht. Zack. Alle freilassen. Obwohl die Kiddies können wir, glaube ich, noch nicht freilassen. Oder haben wir die jetzt freigelassen? Na ja, gut, wir haben auf jeden Fall schon mal ordentlich aussortiert. Ich bin Maurice vom, vom Discord. Vom lieben Michael und vom Thomas auf YouTube bin ich immer unterwegs. Dann weiß ich jetzt, wer du bist und ich bin Thorben. Hi. Dann kannst du auch gerne, wenn du möchtest, also wenn du Discord-Fan bist, kannst du natürlich auch gerne bei mir im Discord reingehen. Warum macht er meine Knöpfe gehen nicht? Sonja, magst du mal bitte Ausrufezeichen Discord, glaube ich, eingeben? Danke sehr. Irgendwie geht mein Zeug hier nicht. Naja. Egal. Muss ich beim nächsten Mal wieder einstellen. Ich habe ja ganz fuchsige Moderatoren hier. Die machen das schon. Ja. Wollen wir noch ein anderes Tier reinsetzen? Ich meine, thematisch wird doch der Waschbär ganz gut reinpassen, oder? Was meint ihr? Skunk und Waschbär? Geht das Gürteltier mit dem Stinky zusammen? Bestimmt. Eisbär wäre auch gut. Ich meine, theoretisch, wir können alles da reinhauen, was wir wollen, aber ich weiß nicht, ob das Gürteltier unbedingt jetzt in so einen Wildpark reinpasst. Pass auf, wir machen das mal anders. Ich switch mal kurz hier rüber. Oh, wie war das denn noch? War das so? Eine Sekunde. Ja, ich habe gerade noch ein anderes Tier dazu geschrieben. Ich glaube, das werdet ihr eh nehmen. Mist. Was hatte da? Was hatte Michael jetzt eben geschossen? Tier. So, 2 Minuten abstimmen. Beginnen. So, dann könnt ihr abstimmen. Oben müsste jetzt eine Abstimmung sein. Da dürft ihr dann einmal abstimmen, welches Tier da reinkommt. Racker möchte, dass ich trinke. Auf dich, mein Booster. Auf dein Boot. Okay. Ja, dann von mir ist auch Gürteltier. Also wie gesagt, das ist oben in der Umfrage mit drin. Wie gesagt, einfach oben mit abstimmen. Valhalla! So, Leute, abstimmen. Bombard und Gürteltier ist gerade. Oh, jetzt da. 2. Stimme fürs Gürteltier. Wir müssen auch noch Gehegeschilder bauen, fällt mir gerade auf. Das können wir eigentlich auch gleich mal machen. Da können wir dann vielleicht sogar 2 nebeneinander machen, dass wir dann den Wombat beispielsweise oder das Gürteltier oder was auch immer gleich mit einzieht. Damit hier mal alle wach werden. Sehr gut, Sonja, sehr gut. Ja, dann gucken wir da gleich mal. Außerdem, Sohn, machen Sie sich mal einen Begriff. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Richtung Kiel mäßig, nö. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Der gute Arno Dübel. Nimm das Tier, das gar nicht gewählt wurde. Ja, der Waschbär. Ja, einen kleinen Augenblick Zeit haben wir noch. Apropos Schilder, ich versuche deine am Freitag mit uns zu bringen. Keine Eile, mein Bester. Ich habe übrigens im Wildcat Sanctuary jetzt auch nochmal die ganzen Schilder erneuert und habe die im Stile gemacht, wie ich sie für dich auch gebaut habe. Wir können ja vielleicht nachher nochmal kurz ins Wildcat Sanctuary reingucken, wenn ihr Lust habt.
Da ist ordentlich was passiert schon. So, die Abstimmung ist gelaufen. Es ist das Gürteltier, was dazu soll. Dann lass uns doch gleich mal gucken, wenn wir einmal kurz die Abstimmung hier wegixen, sonst habe ich die nämlich die ganze Zeit hier groß. Dann lass uns doch mal schauen und in den Tierhandel gehen. Juhu. Gürteltier. Guck mal, da haben wir schon mal ein richtig tolles Weibchen. Und ein richtig tolles Männchen. So. Die beiden an den Zoo senden und hier rein. Ich habe die noch nie gesehen in Live und in Farbe, also werden wir uns die mal angucken. Ich bin gerade überlegen, ob wir hier hinten noch so kleine Hütten hinmachen. Ich glaube, Sonja hatte das mal gemacht, so kleine Kästen, wo die Tiere immer reinklettern können und sich nochmal verkrümeln können. Ich glaube, das finde ich gar nicht so schlecht. Oder wir machen hier an der Wand noch ein bisschen, dass sie hochkraxeln können. Mich ärgert das mit den Transportboxen. Jetzt muss ich mein Speedboot schauen, um die nochmal 1:1 zu bauen. Wie dumm. Aber Blueprint ist korrekt gebildet. Verstehe es auch nicht. Ja, das ist merkwürdig. Das ist irgendwie ziemlich merkwürdig. Ich finde diese kleinen Borsten hier unterm Bauch so putz. Fühlt sich wohl schon. Erstmal baden gehen. Ich fange einfach morgen den Franchise an. Ja, oder so. Genau. Putzige kleine Tierchen. Da ist der Nasenpanzer her, genau. Aber lass uns doch hier oben. Ich finde das. Nee, warte, wir machen als erstes das Schild. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Erstmal muss ich mir den Farbcode von dem Holz hier holen. Beim Wildcat kenne ich meinen Farbcode schon auswendig. Also der ist noch nicht sonderlich schwer, aber. Machen Laute wie kämpfende Ratten, okay? Lamellen. Mit denen baue ich eigentlich sehr, 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 sehr gerne. Brauchen wir aber die dünnen Lamellen. Da kann man, glaube ich, ganz gut Schilder mit basteln. Bauen wir mal hier hin. Ach, ist das schön, mal wieder zu streamen. Aber wie gesagt, ich muss gucken, wie regelmäßig wir das hinbekommen. So, jetzt würde ich gerne mal... Quatsch. X... X Leerzeichen. Da müsste aber theoretisch auch ein Meter reichen. Weil wir haben doch, glaube ich, Schilder, die einen halben Meter lang sind oder sowas, ne? War da nicht irgendwie? Halben Meter. Genau. So. Wenn wir davon jetzt theoretisch. Was macht ihr Silvester? Das kann ich dir gar nicht genau sagen, was wir Silvester machen. Wir haben 3 Kinder, deswegen wird es wahrscheinlich eher ruhig sein. Wir haben, also meine Frau und ich haben überlegt, ob wir vielleicht mit unserer oder mit meiner Schwägerin, also ihrer Schwester, zusammen feiern. Die haben nämlich auch kleine Kinder. Und dann ganz gemütlich so ein bisschen Raclette machen oder irgendwie sowas. Kleine Spielchen mit den Kindern. Irgendwie so, denke ich mal. Also ganz ruhig und was noch ganz viel wichtiger ist, wir böllern nicht. Das habe ich mir vor Jahren schon abgewöhnt. Weil es einfach meiner Meinung, also darf jeder natürlich machen, wie er meint. Ich finde nur, dass das Geld Rausschmeißerei ist. Den Kindern tut's, den Kindern sag ich schon, den Tieren tut's nicht gut und der Umwelt auch nicht unbedingt. Aber wie gesagt, das soll jeder machen, wie er meint. Schlafen hoffe ich. Gemütlich zu Hause Raclette essen, ich hasse Silvester. Ich bin auch kein großer Fan davon, also ganz ehrlich. Wir haben das vor 1 oder 2 Jahren mal gemacht, da war meine andere Schwägerin hier. Und dann haben wir mit den Kindern ein bisschen, ich weiß gar nicht, wir haben glaube ich etwas gespielt oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau. Dann haben wir Kinderpunsch getrunken, hier hätte ich mal gesagt, so ein Kindersekt. Also auch ganz entspannt.
meine Familie ballert auch nicht. Ne, wie gesagt, muss jeder halten, wie er will. Also ich werde da niemandem vorschreiben, nicht ballern zu dürfen oder sonst irgendwas. Aber ich, für mich persönlich, ich finde es halt... Ja. Ich mach's halt einfach nicht. Ich liege auf dem Sofa und pflege Corona. Ja, das ist natürlich auch scheiße. Ihr habt bestimmt schon ein bisschen gehört. Ich sag's nur jetzt vorher, weil sonst denkt ihr gleich, ich mache hier sonst irgendwas. Ich habe eine leicht verstopfte Nase. Das ist ein Nick in der Lierstift. Also, ich bin mal kurz in der Lier. Dabei oder raus? Na, dann bin ich raus. Tut mir leid, Jet. Fakt ist, du bist dabei. Julia, Hallöchen. Vorhin noch im Citypark getroffen und jetzt ist sie hier. Hallo und vielen, vielen Dank für dein Abonnement im 9. Monat. Bald kommt das Baby. Meine Familie und ich bestellen beim Lieferservice und meine Freundin kommt zu mir. Sehr schön. Das ist doch auch mal gut. So, den können wir so lassen. Den nehmen wir nochmal und schieben den bisschen hier rüber. Zack. Ja, natürlich gute Besserung nochmal meinerseits, ne? So, du und X. Und zack. Ich glaube, das reicht mir an Größe vom Informationsschild. Mir geht's auch noch nicht mal ums Knallen. Ich mag... kann schon wieder nicht lesen. Das ist so, ich glaube, wenn man streamt, gehen so ein paar Synapsen aus. Ich mag nicht, dass sich da dann immer alle melden, die sich das ganze Jahr nicht melden und plötzlich rührselig werden. Ja, das stimmt auch wieder. Ich habe so gut wie keine Symptome und einen CT-Wert von 32. Bei den CT-Werten habe ich das nicht verstanden. Hat mich auch nie gejuckt, wie viel ich habe. Aber ich darf nicht nach Niedersachsen. Die haben noch 5 Tage Quarantäne. Okay, das ist natürlich blöd. Das ist ja eher Weihnachten. Ja, stimmt, Weihnachten. Ja, ich kenne das auch eher von Weihnachten, aber... Aber ich gebe Micha da voll und ganz recht. Ich finde, das ist auch so ein Ding, ja. Ab 30 ist man nicht mehr ansteckend. Ah, okay. Ja, wie gesagt, ich habe mich damit irgendwie nicht so wirklich befasst, um ehrlich zu sein. Ich glaube, den möchte ich doch ein Stück zurückhaben. Vom CT wird es abhängig, wie ansteckend du bist. Okay. Ich feiere. Oh, Entschuldigung. Ich feiere dieses Jahr das erste Mal ohne Familie Katha zuliebe. Wird sicher komisch. Übrigens, Annika hat gesagt, sie will unbedingt mit euch mal feiern. Also Birdcage-mäßig oder irgendwie sowas. Also nur wenn die Zunge. Also nur wenn du Zunge in den Hals steckst. Was? Achso, mit 30. Okay, ja, bleib hier schon. So, jetzt müssen wir da noch irgendwas in die Mitte reinbauen, aber die ganzen Lamellen sind zu groß. Ja, dann Sonja, geben Sie mir bitte ein kleines Teil, was ich hier zwischenbauen kann. Hat deine Frau es verkraftet, dass du hier kein neues Set mitgebracht hast? Ja, das Set brauchte ich ja nicht. Ich habe nur die eine Flasche runtergeschmissen, aber ja. Da habe ich auch gerade dran gedacht, an den Halter. Ohne den nicht, dann würde ich fast eher schon den sagen, oder? Nee, der CT-Wert von 30. Nicht das Alter. Ist Thomas wieder da? Ah, da. Thomas hat einen Fisch gemacht. Mir ist heute nicht so, nicht böse sein. Ich bleib im Blog. Du, Thomas, alles gut. Wir haben vorhin kurz geschrieben, alles bestens. Und man muss sich bei mir auch nicht abmelden. Also, alle gut, mein Bester. Alle gut. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, wenn wir den da so ranbauen. Müssen wir nur gleich mal gucken, wenn wir das Schild da reinbauen, ob das dann sehr doll verdeckt ist. Sonst müssen wir das noch mal ein bisschen nach außen ziehen. Aber das würden wir dann auch hinkriegen. So, den noch ein bisschen höher.
Und dann, damit das noch vernünftig aussieht. Zack, 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 zack. Und bis nach hinten. So, gucken wir mal, wie es hier aussieht. Ja, ich glaube, das kann man so anbieten, ne? Wollen wir nicht päpstlicher sein als der Papst? Das siehst du nachher von hier hinten sowieso kaum. Also, selbst wenn man hier hinten mal durchgeht, glaube ich, kann ich das verkraften, dass das so aussieht. So, dann können wir hier vorne. Money! Ja, Baby, yeah! Vielen, vielen Dank. Thomas hat eigentlich gestern deine Wasserskills gebraucht, aber du warst nicht mehr da. Ich habe doch einmal hab ich noch reingeschrieben, dass er das da rausmachen soll. Ich bin nachher eingeschlafen. Tut mir echt leid. Also nicht, weil Thomas langweilig ist, sondern. Ne? Sonja, magst du einmal Racker einen Dreh geben? Racker, einmal zur Erklärung: Du kriegst gleich von Sonja ein Ticket und dann kannst du Ausrufezeichen drehen eingeben und dann kannst du das Glücksrad drehen. Warum ist der falsch? Ist ja nichts Gutes. Streifen Scooby. Genau, und dann dreht sich auch für dich einmal das Glücksrad. So, jetzt müssen wir nur mal gucken. Das habe ich mir nicht gedacht, das ist hier jetzt abgeschnitten. Das heißt, wir müssen das alles hier einmal ein bisschen. Warte, nee, die und die andere Seite auch gleich. Zack, zack. Einmal mit X und dann müssen wir es einmal rüberschieben, bis es zu sehen ist. Guck mal so. Das sieht schon besser aus, aber ich glaube, wir müssen den noch ein bisschen runter machen. Kriegen wir die Ecke? Ne, die Ecke kriegen wir dann nicht weg. Ne, nee, gut, dann können wir es auch so lassen. Dann müssen wir den hier nach drüben verschieben. Und zwar so. Dann müssen wir den verschieben. Für was sind die Sticks? Genau, für Commands. Commands, Commands, Commands. Genau, da kannst du auf den Link mal raufklicken. Da gibt es eine kleine Übersicht, was es bei mir für Commands gibt, was die kosten, was für eine Abklingzeit die haben, etc. pp. Ist einfach nur so zum Just for Fun einfach. So, das kann, nee, kann nicht so bleiben. Das, da sagt mein Monk, das geht nicht. So, ein relativ schlichtes Schild. Da können wir dann, wie gesagt, noch den Jürteltier nebenbauen. Aber das habe ich jetzt noch nicht. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Aber so in dem Stil, wie es hier ist. Machen wir dann nochmal das Gürteltier hier auf die Seite. Safe mit V. Habe ich das in der. Habe ich das mit. In den Commands mit F geschrieben? Dann muss ich das selbst. You're gonna save the world! Dann machen wir das natürlich auch mal kurz. Oh Alter, wie lange habe ich das schön. Jetzt seht ihr alles, was ich hier noch so am Start habe. Zum Speichern. Zack. Bitte sehr. So, ja, ich glaube, das gefällt mir so ganz gut. Relativ schlicht. Ganz einfach. Ja, geil. Du möchtest auch, dass ich hier heute saufen werde. Ich finde die eigenen Schilder so toll. Ich habe mir vorgenommen, jetzt auch welche zu basteln für den Swamp Lake. Möchte ich auch gleich nutzen, um wieder zu fotografieren und eigene Bilder zu nutzen. Eigene Bilder ist natürlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hole mir die Bilder bei Goggle und so. Die Texte, die ich hier habe, die schreibe ich auch nicht selber. Das sind so Texte, die ich mir dann auch bei Wikipedia oder sowas hole. Aber ich mag das immer. Das gibt halt nochmal so einen individuellen Touch. Michael, ich wollte mich da auch nicht aufdrängen mit den Bildern bei dir, ne? Also, ich fand es nur irgendwie, das gehörte da irgendwie bei dir noch mit rein.
Dann lass uns das doch mal. Nein. Mutisch. Das machen wir schon mal in die Gruppe. Ich habe eine tolle Spiegelreflexkamera. Die habe ich lange schon nicht mehr benutzt. Ich habe auch eine. Ob die jetzt gut ist, weiß ich nicht. Die ist schon ein paar Tage älter. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt was sagt. Eine Canon EOS 1100D, glaube ich, das heißt. Die haben wir uns damals, die ist jetzt, wo mein Großer ist, 9 Jahre alt. Und die haben wir zur Geburt meines Sohnes geholt. Also die ist 9,5 Jahre alt. Ich habe eine Bridge-Kamera. Das sagt mir gar nichts. Ich bin auch nicht so ein großer Fotograf. Du drängst dich überhaupt nicht auf. Ich fand das super lieb und ich liebe die Schilder. Sehr schön. Wenn du neue brauchst, sag Bescheid. Ich hatte mal eine Nikon, wo auch immer die jetzt ist. Rest in peace. In pieces vielleicht. Rest in pieces. So. Oh, ich hasse meinen Monk manchmal, ne? Ich hasse ihn einfach. Das muss parallel zu dem Zaun stehen. Ja, das sieht aber ganz gut aus. So, dann ein bisschen Abstand, dann ein bisschen kippen. So, du da bewegen. Wir hatten noch irgendwo, glaube ich, schon eine Zäune und sowas hingebaut haben, oder? Ne, haben wir nicht. Dann machen wir da unten jetzt so, Schild. So, jetzt gehen wir kurz mal in die Kamera. Ich muss einmal kurz gucken, ob das in der richtigen Höhe ist. Eigentlich ist der zu dick, ne? Man kann das gar nicht richtig sehen. Ich glaube, ich muss das... Nein. Du. Und ihr beiden da hinten. Zack, zack. Ich glaube, so gefällt mir das besser. Ich glaube, wir können das Schild aber noch einen Ticken höher machen, oder? Das ohne Butter. Definitiv. Was? Kat ist auch da. Hallo, Katterchen. Und auch wichtig, Nutella mit oder ohne Butter? Mit. Und zwar Verhältnis Brot, Butter, Nutella. Ohne alles andere sind kein Brechen. Ja, sag Brot. Das funktioniert nicht mit uns. Dann bin ich gerne Verbrecher. Kein Problem. Nee, also ich muss auch sagen, ich mit Butter. Aber jeder wie er mag, nicht. So, ich weiß noch nicht, was wir hier nachher machen können. Für den Kack. Aber ich wollte das, glaube ich, ein bisschen hochziehen, habe ich gerade gesagt. Ne? Kleines bisschen. Ja, ich glaube, so gefällt mir das. So kann man noch rüber gucken. Aber man kann es auch lesen. Der Streifenskunk ist eine Art der gleichnamigen Gattung aus der Familie der als Stinktiere bekannten Skunks. Aber ich glaube, das Schild... Ich glaube, das Schild habe ich zu hell gemacht. Ich glaube, da muss ich nochmal eine dunkle Version von machen. Aber das mache ich dann später. Das ist total gegen die natürliche Ordnung. Gott hätte das nicht so gewollt. Ein Glück, dass ich nicht gläubig bin, also nicht stark gläubig, sagen wir es mal so. Leberwurst, ja, Leberwurst ist auch gut. Ihr macht auch unter Leberwurstbutter. Ja, mache ich auch. Jetzt gucken, was hat er damit zu tun? Leberwurst immer mit Butter. Mache unter alles Butter aus, unter Frischkäse. Okay, ich sag nichts mehr. Weißt du, wie geil der Frischkäse in dieser ovalen Packung von Aldi ist, wenn du da noch Butter drunter machst? Richtig geil. Streichquartett ist, Streichwurst ist mir noch nicht mit Butter, natürlich.
Da muss überall Butter drunter. Also ganz ehrlich, ich hau auch unter eigentlich alles Butter. Ja, unter alles. Also ich wüsste jetzt so spontan nichts, wo ich nicht Butter drunter mache. Familie, hier ist genauso. Micha, Hilfe. Teewurst. Ja, Butter drunter, klar. Aber Bro, ich mache mir morgen früh ein geiles Leberwurstbrötchen. Ja, ich mache auch ab und zu Butter unter Frischkäse. Also ganz ehrlich, mir fällt gerade nichts ein, ein Brotaufstrich oder Brotbelag, wo ich keine Butter drunter mache. Also tatsächlich nicht. Unter Margarine mache ich keine Butter. Das stimmt. Aber ich esse keine Margarine, von daher fällt das eh weg. Butter oder Margarine. In dem Fall Butter. Also ich mag kein Frischkäse mit Erdbeermarmelade. Okay, Frischkäse mit Erdbeermarmelade. Da tatsächlich, da würde ich jetzt vielleicht keine Butter drunter machen. Butterstreichzart, auf jeden Fall. Alsana. Das ist eine Kombi, glaube ich, aus beiden, ne? Frischwurst braucht keine Butter. Butter gehört nur unter Salami und der Welt eventuell Schonken. Was ist Schonken? Aber das war's. Nee, also sorry, wenn ich irgendwie Mortadella esse oder, keine Ahnung, Leberkäse oder irgendwie sowas, da gehört Butter drunter, ganz ehrlich. Also, wobei, Leberkäse, wenn das so eine dicke Scheibe Leberkäse ist, dann nicht. Schinken, okay. Man kann sagen Schinken. Ja, Schinken esse ich nicht so gern, von daher, da kannst du von mir aus keine Butter drunter machen. Vegan schmeckt aber nicht wie Margarine, okay. Und das ist geil, ja, auf jeden Fall. Das, finde ich, kommt aufs Brot an. Ja, das stimmt auch noch. Also das spielt auch noch eine Rolle. Wenn das so richtig schön frisches, fluffiges Brot ist oder so, dann mache ich da manchmal auch nur Butter drauf, weil es einfach geil schmeckt. Wenn das noch so frisch aus dem Ofen kommt, noch warm ist, so, boah, geil. Butter ist mir inzwischen zu teuer. Ja. Kann ich auf der einen Seite nachvollziehen, auf der anderen Seite denke ich mir auch so, oh nee. Also ich möchte nicht auf meine Butter verzichten. Damit wir die gleiche Höhe haben, ziehen wir uns das Schildchen nochmal rüber. Und ich würde sagen, das machen wir dann einmal schön hier vorne hin. Wie gesagt, das andere Schild mache ich später nochmal. Ich glaube, das reicht aber auch an Schildern für hier. Oder machen wir hier in die Ecke noch eins? Wir lassen es erstmal so. Bei dem geilen Kirchenbrot. Geilen Kirchenbrot. Braucht man keine Butter unter der Wurst. Die Worte kennen wir heute. Ja, so kennen wir sie. Oh ja, oder Toast mit Butter und Salz. Ja, genau. Das schmeckt auch richtig gut. Habe ich letztens gemacht. Wobei, ich hatte Kartoffelbrot. Das war schon, war nicht gammelig, aber war schon ein bisschen fester und ein bisschen älter. Das habe ich nochmal in Toaster reingehauen und habe dann nochmal schön Butter oben drauf, dass sie zerläuft und dann schön Salz da. Geil. Wir haben bei Aldi Kerrygold für 1,99 gekriegt gestern. Kaufen wir 3-4 Pakete und frieren sie dann ein. Ja, das habe ich auch schon gehört mit einfrieren. Auch ein Kartoffelbrei muss Butter, definitiv. Und nicht zu knapp. Nutella, wie viel Zentimeter aufs Brot? Kommt aufs Brot drauf an. Ich würde sagen, im Verhältnis Nutella ein Drittel der Brotstärke. Also ich brauche nicht so viel Nutella. Nicht. So, ich würde gerne hier so eine Kästen noch hinbauen. Aber mit einem Weg nach oben. Können die auf den Dingern, wenn wir die so hochbauen, können die da drauf hochklettern? Wenn wir da draußen eine Treppe bauen, geht das? Weiß das jemand? Der Kartoffel muss leicht butterig schmecken, sonst ist zu wenig dran. Genau so sieht das aus. So, ich würde gerne mal ausprobieren, ob die kleinen Biester da drauf kraxeln können.
Bei uns gibt es die Nutella-Regel. Bitte doppelt so viel Butter wie der Untergrund. Banane plus Nutella ist auch richtig gut. Ja, das stimmt. Ist auch Daniels Leibspeise, habe ich gehört. Ah, ich trottel. Hat er die gleiche Holzfarbe dort? Sehr gut. So, dann will ich hier mal ausprobieren, ob das funktioniert. Wir testen das mal, indem wir einfach mal so ein kleines Stück bauen. Vielleicht nicht ganz so hoch. Weil dann würde ich gerne eine kleine Treppe da hochbauen, wenn sie da hochkraxeln. Wir probieren das einmal kurz aus. Ich werde das gleich nochmal ein bisschen anpassen alles. Aber ich will mal gucken, ob die da hochklettern können. Dann können wir nämlich so kleine Boxen für die bauen. Das werden wir natürlich an der Seite noch ein bisschen verkleiden alles, aber... Erdnussbutter. Erdnussbutter ist auch geil. Ich habe früher immer, darf man gar nicht sagen, wenn man mal einen gehabt hat, schön Erdnussbutter mit Nutella. Da habe ich immer Snickers auf Brot gegessen. Das war auch immer gut. So, lass uns mal gucken. Können die kleinen Scheißerchen da rauf? Du da, komm mal her. Hallo? Du da. Ha. Ja, sauber. Die können da hochkraxeln. Das ist schon mal gut. Dann können wir nämlich hier so eine kleine Treppe hochmachen und machen da oben so kleine Kisten hin. Igitt, Erdnussbutter. Nee, ist geil. Diese SZ-Schokoschnitt, ganz ehrlich, die schmecken gut, aber die finde ich auf Brot total lästig, weil die immer wegbrechen. Nee, Erdnussbutter geht gar nicht bei mir. Doch, also ohne Scheiß. Macht mal Erdnussbutter plus Peanut Butter Jelly. Geil, ja. Mein Magen mag das auch nicht, aber ich liebe das Peanut Butter Jelly. Auf jeden. Richtig gut. Was auch gut geht, ich weiß nicht, ob ihr die Zeichentrickserie kennt, ein Brot mit Erdbeermarmelade mit Honig, Tom, der immer ein Erdbeermarmeladenbrot mit Honig essen will. Lecker. Ist richtig gut. Die ist man auf Toast, wenn die angeschwollen sind, angeschmolzen. Oder Tomate-Mozzarella auf Brot. Ja, ich bin nicht so ein Tomate-Mozzarella-Typ, tatsächlich. Okay, auf warmem Brot, okay, dann macht es schon eher Sinn. Da habe ich gar nicht so gedacht. Oder bedacht. Was wollte ich? Nicht kopieren, bewegen. Nein. Ich trottel. Können wir die jetzt markieren? Hallo, ich will nur das. Gruppen trennen. So, jetzt ist es gut, ne? Ja, okay. Habt ihr mal Pistaziencreme probiert? Wie Nutella, nur Pistazien. Das ist Nutella 2.0. Gigantisch. Okay, habe ich nicht probiert. Hast du das selber gemacht oder gibt es das irgendwo zu kaufen? Das klingt richtig geil. Ich liebe Pistazien. Oh, hört mal auf, Alter. Mir läuft schon das Wasser mal zusammen. Wo gibt's das? Spekulatius-Creme. Ja, die von, wie heißt die? Lotus? Die schmeckt auch richtig gut. Und jetzt, Achtung. Frau Lindariel, ich möchte das gerne mal wieder haben, wenn du das nächste Mal machst. Toffifee-Nutella. Mega gut. Tantchen, ich hätte das gern wieder. Das schmeckt auch richtig gut. Jetzt habe ich Hunger. Ja, ich auch. Toffee-Teller, genau. Hätte ich mal wieder richtig Bock drauf. Macht sie selber. Richtig lecker. Bekommst du. Sehr schön. Gibt zu kaufen? Christopher Rewe, Edeka oder Co. Ja, genau. Ist das diese Lotus? Die schmeckt auch richtig gut. Oh, jetzt hört mal auf, ey. Hier läuft echt das Wasser im Mund zusammen. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Die können da immer noch hoch, würde ich hoffen. Da müssen wir mal gucken, ob die... Na, die Hitbox wieder, ne? Das ist wieder so ein Scheiß mit der dreckigen Hitbox. Nicht fluchen, Herr Baratz. Was ist denn hier los? Hier gucken vielleicht auch Kinder zu. So, machen wir es ein bisschen breiter. Das ist gar nicht so verkehrt. Na, jetzt müssen wir mal gucken, wenn wir jetzt...
Nochmal die 2 Meter Dinge. An Oberfläche ausrichten. Schokolade im Kühlschrank oder nicht? Also die richtige Schokolade jetzt oder Nutella-Schokolade? Also richtige Schokolade gehört, also habe ich nicht immer im Kühlschrank, aber finde ich gerade im Sommer richtig geil, wenn das schön im Kühlschrank ist. Und die richtig schön knackt, wenn man die rausholt. Nein, Sonja verliert den Geschmack, finde ich. Findest du? Also das kann ich jetzt so für mich zumindest nicht bestätigen. Mag sein, dass es vielleicht stimmt, aber für mich jetzt nicht. Die guten alten Zeiten, Tom und das Erdbeermarmeladenbrot mit Honig, ja genau. Mit der Maus und was weiß ich, was da alles war. Und ab zum Müller erstmal Brot. Ne? Ja, das war noch witzig. Erdbeermarmeladenbrot mit Honig. Ah, ich feiere es gerade. Leute, ich habe es echt vermisst zu streamen. Ne? Ganz ehrlich. Es macht so Spaß gerade. Ich habe vorhin noch zusammen ja gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich streame heute und hin und her. Und ich glaube, es könnte ein langer Abend werden. Frühstücksstäbchen, nee. Sorry, da bin ich raus. Also esse ich auch, weil ich bin ein Fresssack. Aber süßes oder salziges Popcorn? Definitiv süß. Ich hasse salziges Popcorn. Das schmeckt mir persönlich überhaupt nicht. So, bevor wir weiterbauen, kannst du da hoch. Ja, das sieht schon mal gar nicht so verkehrt aus. Lass uns mal gucken, ob das alles Gürteltier auch da nicht kommt. Und die fetzen sich schon wieder. Wo haben wir denn die Gürteltiere? Hallo. Wie blind. Wurden die von den Skums zerfleischt oder was? Nee, da. So, der kommt auch hoch, sehr schön. Dann können wir oben weiterbauen. Salted Caramel, sowas von eklig. Nein, Mann, Salted Caramel ist richtig gut. Aber nicht auf Popcorn. Bei mir kommt nur Moncherie in den Kühlschrank, ansonsten Zimmertemperatur. Die Moncherie komme ich nicht gegen, weil ich trinke aber auch keinen Alkohol. Also ich setze nicht die Unmengen drin, aber ich mag es vom Geschmack her nicht. Wer die isst, ist auch kleine Kinder. Moncherie, also Annika ist dann auch kleine Kinder. Da denke ich gleich wieder an Bastian bei der unendlichen Geschichte, der auf dem Dachboden ein Marmeladenbrot ist. Da habe ich jedes Mal Heißhunger auf Marmeladenbrot bekommen. Oh, unendliche Geschichte ist aber auch ein geiler Film, ne? Ab wann ist der? Ist das hier? Kann jemand mal kurz nachgucken? Läuft gerade? Wie läuft gerade? Und dann sitzt ihr hier bei mir in Stream oder was? Wieso kann ich das jetzt nicht? Oh, das nervt so. Im Free TV. Sowas gibt's im Free TV. Das ist ja mal crazy. Ich hab's errechnet. So alt ist mein Sohn. Ich könnte fast dein Papa sein. So. Komm mal her, du alter Stinker. Sehr gut, das klappt. Dann können wir da nicht so kleine Boxen aufbauen, dass sie da so hoch können. Machen wir jetzt, glaube ich, gerade richtig schwer hier, aber ist mir egal. Ist mir egal. Egal. Ist mir egal. So, zack. Vor allem, weiß ich, machen wir Stinktieren zum Klettertor. Ich glaube, die stehen also gar nicht drauf. Oder brauchen sowas eigentlich überhaupt nicht. Aber Hauptsache, wir haben sowas. So, das sieht gut aus. Linda Ariel hätte gern einmal das Glücksrad. Sonja, ich würde gern, aber irgendwie funktioniert der Knopf nicht richtig. Ich weiß nicht warum.
Ich glaube, ich bin mit dem Stream Deck, weil ein Update war nicht mit Twitch verbunden, deswegen. Aber dafür habe ich ja meine liebe Moderatorin, die sich darum kümmert. Und Sonja wäre dann die Tante. Ja, warum nicht? Ich glaube, da kannst du es schlimmer treffen. So, was sagt ihr dazu? Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus, oder? Haben wir hier nochmal, so, das müssen wir natürlich noch irgendwie abstützen. Da ist jetzt die Frage. Wie stützen wir das am dümmsten ab? Die Tante spielt dann noch immer mit euch Plänen zu klettern. Kein Problem. Warum zum Geier hetzen die sich so dermaßen? Aber was ist denn hier los? Das nervt jetzt. Stairway to Heaven. Wo sollen die über die Treppe dann hinlaufen? Das ist einfach nur, ich will da Boxen oben aufbauen. Dass die quasi so einen kleinen Rückzugsort nochmal haben, weißt du? Also eigentlich nichts wirklich Dramatisches. Ich habe ja mal, Sonja, habe ich das recht in Erinnerung? Du hast ja mal versucht, das da zu bauen. Hast irgendwie, glaube ich, in irgendeinem Speedbuild gesagt, du hast das nicht richtig hinbekommen, ne? Wir können ja gleich mal versuchen, ob wir das hier gemeinsam hinbekommen. Wenn du magst. Die Selbstmordklippe. Der Zwerg läuft schon hoch. Und ich erst zu steht mein Fass jetzt. Achso, gibt es jetzt doch eins. Da habe ich das nicht richtig mitbekommen. Ist das aus deinem und mein Nippel ins Auge gestochen hat. Der war auch gut. Ist das im Waschbär-Ding drin? Zufällig? Dann würde ich mir das nämlich gleich, ich glaube, ich habe es noch nicht abonniert, dann würde ich mir das nämlich gleich einfach mal schnell abonnieren. Und dann einfach frech mal gucken. Waschbären-Ding. Gut, dann abonniere ich mir das gleich einfach mal ganz frech und ziehe mir das schnell rüber. Da bin ich ja Arschli. So, Ei. Ja, okay. Nach Ei zu suchen ist vielleicht nicht die schlauste Idee, Herr Badatz. So, dann nehmen wir ein schönes Grau. Wieso hat er einen Timeout bekommen? Was ist da los? Ja, ich habe nicht alles von allen abonniert. Sonja, magst du mir kurz per WhatsApp schicken, was da los war? Oder hast du das nicht gelöscht? Hat er einen Link geschickt oder so? Ich kann das jetzt gerade nicht eruieren. Nee, war der Bot. Okay. Ja, irgendwie hat er bei Switch auch Twitch wieder irgendwie was umgestellt. Ich musste vorhin auch erstmal umstellen. Ihr hättet euch alle per Punkt und Leerzeichen wahrscheinlich einen Link geschickt. Ich musste vorhin ausschalten, dass ihr alle euch nicht mit eurer, na, sag mal schnell, mit eurer Handynummer verifizieren müsst, um bei mir im Chat was schreiben zu dürfen. Also, das habe ich nie eingestellt, keine Ahnung, da war, irgendwie musste ich das deaktivieren. So. Also Racker, es tut mir leid.
Der Bot mag das nicht, wenn Nicht-Moderatoren Dingsbums schreiben. Hier Links schreiben. Auch wenn du nicht wissentlich einen Link geschickt hast, aber er hat das so erkannt. Tut mir leid. So. So, dann abonniere ich mir gleich einmal ganz schnell das Ding. Dann bringen wir ein bisschen Sonja-Fläche rein. Babygürteltier. Oh, muss ich gleich gucken. Einmal schnell das hier zu Ende machen. Dann kicken wir gleich mal. Zack. Da. Nee. Wo ist es? Da. Eins. Ein paar mehr. Putzi. Du bist wie alt? Was? Du bist ein paar Monate älter als meine Freunde. Ja, ich würde jetzt mal 97 tippen. Also Baujahr. Ja, echt putzig. Also ich muss sagen, die neuen DLC-Tiere sind, also ich habe sie mir alle schon mal grob angeguckt. Den einzigen, den ich wirklich gebaut habe, ist jetzt halt das Gürteltier. Und jetzt in Folge Nummer 3 des Wildcat Sanctuary kriegt ihr die Karakals aufs Auge gedrückt. Kommt jetzt übrigens, obwohl, nee, warte mal, haha. Ich wollte gerade sagen, kommt jetzt Sonntag raus, aber stimmt gar nicht. Da kommt eigentlich... ja, das weiß ich auch noch nicht genau, wie ich das mache. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich immer zwischen die Speedbuilds hin und wieder mal eine Zootour reinhau. Ich glaube, ich werde das aber anders machen. Ich werde die Zootouren an einen anderen Tag setzen. Das muss ich mir nochmal überlegen. Also Sonntag. Na, pass auf, wir machen es jetzt fest. Sonntag kommt die dritte Folge vom Wildcat Sanctuary. Obwohl eigentlich Thomas Hagenbecks Tierpark kommt. Den setzen wir aber dann auf den 31. Also samstags kommt dann immer eine Zootour. Unregelmäßig. Aber jetzt am Samstag kommt eine. Ich werde nächstes Jahr im Juli 26, meine Freundin nächstes Jahr 23. Und sie und ich kennen uns 13 Jahre. Respekt. Die Biester machen voll den Krach. Ja, das stimmt. So, jetzt müssen wir einmal kurz, ich glaube, das werdet ihr nicht sehen. Nein, seht ihr auch nicht. Ich gehe mal ganz kurz in den Workshop. Sonja, la, la, lu. Kann man die eigentlich so finden? Nee. Dann, Community. Ich hab's gleich, Leute. Eine Sekunde, bitte. Gib Waschbären Spielplatz ein. Okay, kann ich auch machen. Waschbärenspielplatz. Kommt nix. Warum kommt da nix? Die Schrauben sind unsymmetrisch. Halt Mund. So, wo ist denn die liebe Sonja? Sonja schreibt nur mit S. Wo ist sie denn? Da ist sie.
voll getrennt. Waschbären-Spielplatz. Ja, ich habe eben Waschbären dagegen, da kam auch nichts. Aber ist alles gut, ich bin schon auf dem Profil drauf. Workshop-Objekte. Ne, Waschbären-Spielplatz hast du zusammengeschrieben. So, abonnieren. Oh, mein Rücken juckt gerade. So, abonniert ist das. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht das Spiel neu starten müssen. Da ist er. Ach, du Heiliger. Den packen wir mal hier hin. Weil wir wollen ja nur das Fass haben, ne? Kriegen wir das jetzt eigentlich da vernünftig rauskopiert? Ist das hinten offen? Nee. Oh, das wird ja haarig. PlayStation oder Xbox? Xbox. Habe ich dir vorhin schon gesagt. Nein. Nein. Kriegt man das da irgendwie raus? Ich glaube, das Einfachste ist, wenn wir jetzt... Also, das ist zwar fies, aber... Hätte Gott noch nicht. Meinte ich doch. Zack, zack. Wir löschen einfach alles drumherum. Ich glaube, das ist einfacher. Siehst du, Xbox? Ich sag es dir doch. Sonja hat sich so viel Mühe gegeben und wir rotzen den Scheiß einfach weg. Wobei, Julia, du musst ehrlicherweise aber auch noch die andere Option in den Raum schmeißen. Und das ist der Gaming-PC. Und dann wird es nämlich wieder knifflig, dann würde ich nämlich lieber sagen Gaming-PC. Bei mir steht ja noch das komplette. Ja, es ist ja auch nur, ich hätte jetzt auch mit Sonjas Anleitung das Fass bauen können, aber ich glaube, das machen wir uns jetzt einfach mal einfach. Weil einfach ist. Komm ich da nicht rein in das Ding? Ich will das Ding haben. So, da, zack. Siehst du wohl, da haben wir nämlich das Fässlein. Ich bin gerade am Legen. Oh, meine Nase schwirrt nicht. Bewegen. Obwohl, warte mal, vielleicht brauchen wir es nochmal. Wir lassen es lieber mal hier stehen. So, kopieren uns das lieber. Die Frage ist, ob das nachher auch hier viel zu groß ist. Siehst du? Das ist nämlich das Ding. Das ist nämlich die Geschichte, wa? Aber wir können das ja auch noch so machen. Wobei ich 274 Euro ja noch attraktiver finde als 600. Ja, Katha, ich bin bei dir mit Gaming-Laptop. Also, natürlich ist das eine Hausnummer, ne? Geldtechnisch. Das will ich gar nicht abstreiten, aber du kannst halt so viel mehr machen mit einem Gaming-Laptop oder halt von mir aus auch ein Gaming-PC. Ich meine, ihr hättet den Platz ja theoretisch. Na, ihr müsst noch nicht mal auf Laptop gehen. Ich will einmal kurz gucken, können die da reinklettern? Schade. Also wir werden da nie eins drin sehen. Das ist die Frage. Ist das, weil das da so nah dran ist? Oder weil es hier nicht richtig verbunden ist? Können wir vielleicht so. Das wäre natürlich noch geil, wenn sie da reinklettern könnten. Machen sie leider nicht. Mein günstiger Rechner im Warenkorb liegt bei 1900. Ja, gut. Man muss aber dazu sagen, das ist aber auch eine Rennsemmel ohne Ende. Oh, ich finde das Fass richtig cool, ne? Aber ich finde es schade, dass sie da nicht reinkraxeln.
Wobei die eigentlich gar nicht so groß sind. Ne? Die haben wahrscheinlich wieder so eine Hitbox von. Und, oh, ne. Ich muss einmal kurz die Nase putzen, tut mir leid. Einmal meinen Koks inhalieren, warte kurz. Darf man das bei Twitch eigentlich sagen, auch wenn es das nicht möglich ist? Ja, jetzt ist es zu spät. Wobei die Xbox Series erst mit 512 Speicher. Ja, das ist ergiebig. 512 auf Papier, 372 im Real. Und ganz ehrlich, dann warte einen Augenblick und hol dir die Series X. Wir brauchen gleich noch wegen Planet zu. Das ist richtig. Aber ich finde, das Fass können wir, glaube ich, ganz gut hier stehen lassen. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, aber das wird wahrscheinlich schwierig. Wir können die Lamellen ja noch einfärben. Ne? Ich würde natürlich eigentlich lieber meinen Baum da sehen wollen. Also dieses. Also viel heller ist das auch nicht, ne? Alter, wie vermehren die sich, die Mistbiester hier, hätte ich beinahe gesagt. Ist doch nicht mehr normal. Tiere da. Oh, die auch, ey. Für Alpino. Leute, und da soll ich euch mal was sagen. Das ist das erste Albino-Tier, was ich habe in meiner ganzen Karriere des Planet Zuspiels. Ein Albino-Skunkie. Ich find's gerade richtig gut. Kleiner als drei, kleiner als drei, kleiner als drei, Pipe Symbol. Ich habe noch nie ein Albino gehabt. Kleines Baby-Albino. Nichtsdestotrotz. Die beiden bleiben. Der bleibt. Der alte Stinker bleibt. Und die ganzen Babys, die können wir eh nicht. Können wir die schnell handeln, die Babys? Weiß man das? Warum haben wir nur goldene Männchen? Komm, wir machen aber schnell handeln. Zack. Da können wir die ganzen Babys können wir auch nicht verkaufen, ne? Der Name ist natürlich auch geil. Ja, Gesundheit. Acker. Ein guter Versuch, Acker, aber nur ausgewählt. Also, das klingt ganz fies, aber nur einige wenige Personen haben einen eigenen Sound. Das musst du dir erarbeiten, als wenn du da was für dich getan hättest, Linda. Na gut, du bist meine Tante. Das reicht schon. Ja, wie gesagt, dann hol dir eine PS5. Also ich will dich da gar nicht belatschen oder sonst irgendwas. Für mich persönlich wäre halt die PlayStation 5 aktuell zumindest nichts. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich sie irgendwo günstig kriegen würde, weiß ich nicht, ob ich dann auch schwach werden würde. Aktuell wahrscheinlich eher nicht. Auch aus finanzieller Sicht halt. Aber ich weiß nicht. Ich zock halt so viel Planet Zoo. Das kannst du halt von keiner Konsole spielen bisher. Und ich glaube, es wäre auch nicht das Gleiche, Planet Zoo auf eine Konsole zu spielen. Das wäre, ja, weiß ich nicht. Klar, ich habe dich 39 Jahre ertragen. Ja, gut, das stimmt auch. Aber wann kriege ich denn was? Ja, gut, ich kriege dann die Toffee-Teller, dass ich dich 39 Jahre ertrage. Das ist aber ein Deal. So, jetzt können wir das Ding ja auch relativ dicht bauen, weil die da eh nicht reinkommen. Ich hab nen Kobold im Kopf und der spielt wie bekloppt Balalaika. Ich hab nen Kobold im Kopf und dem ist alles völlig egal. Ich hab nen Kobold.
gute Nacht, wer sagt da gute Nacht, wer sagt da gute Nacht? Was ist denn hier los? Ich sag mal gute Nacht zusammen. Raka, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Schön, dass du reingeschaut hast. Freut mich. Was ist hier wieder für ein Rudel? Bums. Ja, sag ich dir auf jeden Fall Bescheid, Katha. Ja, hier ist wieder Rudelbums im Altersheim, hätte ich mir gleich gesagt. Leute. Der ist zu groß, der ist zu klein. Der von Fadi, der muss es sein. Was? Das sieht auch so ein bisschen verkehrt aus, wie das hier alles liegt. Ach du Scheiße. Alter. Dass jeder Spaß dran hat, Maulwurfsmodus zu machen. Ich sehe doch ja nichts. Schicke Brille. Ja, die ist neu, mit ein paar Wollen gewaschen. Aber irgendwie, also entweder muss ich mich an die Schärfe noch erinnern, ja, gewöhnen. Oder da ist irgendwas nicht so ganz koscher mit der. Manchmal ist das, wenn ich so irgendwo hingucke, dass das so ein bisschen verschwimmt. Oh, Alter. Kannst ja noch Gehege mit Eiern rechts und links machen. Gelege? Was denn? Welches Tier von den beiden legt denn Eier? Ich mach das nicht kiloweise. Nein, sie kriegen ein bisschen was von mir. Eine Mauer bauen, das wäre es jetzt. Eine Mauer? Sorry Leute, aber meine Nase bringt mich gerade um. Kennt sich nach dem Weg. Töre. So, was wollte ich hier? Brombeere wollte ich reingeben. Ups. Brombeere. Gras. Gras geht auch immer. Kriegst ja nichts hin. So, jetzt bauen auch. Ich verschwende die Zeit nicht mit Lesen. Ist das hier aus dem neuen DLC? Oh, ich kann es gar nicht. Bison, das kann ich gar nicht nur lesen, aber das war's. Brennnessel. Ganz ehrlich, ich kann das kaum lesen, was hier jetzt steht. Also gerade noch so. Ich muss jetzt echt nach Bildern gucken. Oh, das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Glaube ich. Gras geht immer. Haben wir heute von DJ gelernt. It's from the ball. Ach ja. Aber ohne Scheiß, ich habe mir das neue Gras noch gar nicht angeguckt. Inhaltspartie. Wie ist das noch, das neue Ding? Graslob, da. Zack. Wie, gibt's keine Pflanzen? Die verarschen? Gras zu backen. Wo liegt denn beim neuen Gras der Preis? Weiß ich gar nicht. Aber jetzt mal. Oder bei den Fischen? Hey, warum gibt's hier keinen? Sonja? Beim Grasland gibt's kein Gras? Hey. Haben wir keine neuen Pflanzen bekommen? Mit dem Grasland-DLC? Das kann man. Hä? Hey. Bin ich jetzt doof? Sonja, bitte melden. Sonja, bitte melden. Ach so, die. Okay.
Ich war gerade so ein bisschen verwirrt. Aber die Stöcker finden sie geil, glaube ich. Wie heißen die noch? Neun Binden, irgendwas, ne? Neun Binden da. Okay, Skunky, Skunk, Skunk. Oh, ich kann ihn direkt lesen. Da steigt Skunk. So, ich darf meine Brille wieder aufsetzen. Meint ihr Franchise Tales Realtime Speed geht? Ansonsten komme ich sicher bei einem Gehege schon über eine Stunde. Ja. Aber warum willst du es im Franchise machen? War eine Herausforderung oder? Weil ich da irgendwie auch Bock drauf habe. Ist halt irgendwie spannender. Ja, aber warum nicht? Klar kannst du das auch im Speedlook machen. Also, teils. Finde ich sogar eigentlich eine ganz gute Sache. Kannst du im Endeffekt vorher so ein paar Kleinigkeiten machen. Und dann haust du schön Speedbuild-Part raus. So, gute Nacht, die Süßen. Ich melde mich morgen bei dir, TJ. Mach das, alles klar. Ich wünsche dir eine gute Besserung, eine gute Nacht, Thomas, und danke für dein Lurk. Mir fällt gerade auf, wir müssen hier nochmal. Kleine Abgrenzung machen. Ich hoffe, dass wir das einigermaßen hinkriegen und die kleinen Stinker jetzt dann nicht mehr hochkommen. Aber theoretisch brauchen wir einen großen hier. Da ist es, wir können immer noch hoch. Da müssen wir uns gleich nochmal was überlegen, was wir da machen. Mit dem Fass war es ja leider nichts. Ist aber auch krass, wie lange wir an diesem Gehege schon bauen. Ne? Das ist, glaube ich, der fünfte Part jetzt mittlerweile. Aber man muss auch sagen, im Stream hat man halt auch viele Sachen mit dem Chat und sowas zu tun. Oh, Claudia, du wartest immer noch auf die Wünsche der Kinder. Ja. Ich hab's gerade bei WhatsApp kurz gelesen. Boah. Wenn mir jetzt im Stream noch was einfällt, sag ich dir das. Ansonsten schreibe ich dir morgen. Ich hoffe, ihr hört es hin und wieder schniefen nicht so doll. Schreibt mir das einfach. Das kriege ich auch hin. So, hier ist noch sehr, sehr leer, ne? Da müssen wir auch gleich mal gucken, was wir da machen. Ich glaube, hier machen wir jetzt da vorne noch ein paar Pflanzen hin. Immer grün, immer grün. Ich muss weg. Smartphones gehen immer. Ja, ich weiß nicht, ob Smartphones für kleine Stinker mit 6 Jahren zu bringen ist. Zumal ich dann wahrscheinlich Schiss von meiner Frau kriege.
Genau, sie werden ja 6. Da brauchen sie die. Den bekomme ich denn. Ja. Und dann wird das heißen, hast du Claudia gesagt, was sie haben soll? Was? Niemals. Niemals. So, ein wenig Brennnessel kommt auch immer gut. Hey, was geht denn jetzt? Hallo. Was war das denn jetzt? Da hat sich mal mein Spiel kurz... Das Spiel kurz mal gemeckert hier. Wir können ja überlegen, dass das von Sonja kam. Stimmt allerdings. Sonja ist schuld. Aber du kennst auch Annika und ich glaube nicht, dass Annika das juckt. Einen leckeren Brombeerstrahl. Den hier doch für jeder braucht. Jetzt fange ich schon an zu singen, so wie Daniel. Was ist bloß aus mir geworden? Da, 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 da. Opa. Och nö, was hab ich denn jetzt gemacht? So, da, da. Habt ihr denn gleich noch Lust? Ich weiß gar nicht, wie spät ist es überhaupt. 10 Uhr. Ich gebe ehrlich zu, dass ich die Jungs ja liebe, aber das ist mir doch etwas zu teuer. Ja, du, wie gesagt, ich glaube, da sind wir beide auch locker mal einen Kopf kürzer, wenn wir das machen. Wobei, da wird mich mal eure Meinung interessieren. Ab wann findet ihr, kann ein Kind ein Handy bekommen? Ja, wir sind gerade so ein bisschen am Überlegen, der Große ist jetzt 9, geht nächstes Jahr auf große Klassenfahrt. Und wir sind echt am Überlegen, wann es der richtige Zeitpunkt ist, sozusagen. Was meint ihr? Wie ist eure Meinung dazu? Ihr seid zurück! Ihr müsst uns Doros, von euren Abenteuern nach draußen erzählen. Ja. Ich denke, dass Luki dann eins haben dürfte, aber mit eingeschränkten Funktionen. Ja, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen am Struggeln. Ich finde, auf der einen Seite finde ich es gut, dass wenn er auf Klassenfahrt geht, dass er eins hätte. Er wird auf jeden Fall ein Prepaid-Handy bekommen und so weiter, also hier nichts mit Vertrag oder sonst irgendwas. Ja, wie gesagt, ich... Und dann, wie gesagt, dann ist die halt die Frage, was kriegt er für ein Handy an? Ich bin nicht dafür, dass er irgendwie was super Teures kriegen sollte oder so. Da geht er zu brauchen bestimmt. Handy zu bestimmten Zeiten oder zu besonderen Anlässen. Wie meinst du das jetzt? Dann sollten die eins bekommen oder wie meinst du? Wie gesagt, der besondere Anlass in dem Sinne wäre ja insofern da, dass er halt auf Klassenfahrt geht, ne? Und dass er sich dann quasi, wenn mal was ist oder so, dass er sich dann bei Mama und Papa mal melden kann oder so. Also ich weiß noch, dass meine damals in der 4. die einzige war, die keins hatte. Das war echt bitter, hab mich aber strikt geweigert. Ja genau, also unser Großer würde jetzt ja in die 4. kommen nächstes Jahr. Und dann geht's auf Klassenfahrt. Da ist halt im lassen Sinne von Klassenfahrt unternehmen mit Freunden etc. Okay, also würdest du ja da quasi so einen Riegel vorschieben, dass er halt nicht 24/7 da sein Handy hat, oder? Verstehe ich das richtig? Dass er halt das Handy dann in die Hand bekommt, wenn er auf Klassenfahrt geht. Also okay, das ist auch eine gute Möglichkeit eigentlich.
Das machen wir im Endeffekt ja im Moment so mit der Switch. Wir mussten uns halt vorher fragen, da ist ein Code vor, da kommt er halt nicht einfach so ran. Abends zum Beispiel abgeben, unbeliebt, aber wichtig, ja, genau. Also meine haben das erst mit 12 bekommen. Ja, das Ding ist, ich habe damals, ich glaube, mein nächstes Handy hatte ich mit 16 oder so, also. Aber das waren halt andere Zeiten noch so ein bisschen, ne? Ich bin damals, Sonja, magst du das mal irgendwie? Ich glaube, du kannst das auch wieder zurückmachen, ne? Kann man das irgendwie zurücklöschen? Nee, das war wieder irgendwie so ein Link-Ding. Ich habe kein Netzrecht mehr. Das muss ich auch mal rausnehmen. Auf der einen Seite möchte ich aber nicht, dass jeder hier den Link reinschmeißt. Aber eigentlich habe ich auch Sonja da, ne? Sonja passt da eigentlich immer gut auf. Zum nächsten Mal nehme ich das mal raus, wenn ich es nicht vergesse. Ich bin damals auch in 7. 8. Klasse ohne Smartphone klargekommen. Ich habe eins, womit ich telefonieren konnte, falls was ist. Und da ich immer mit dem Fahrrad zur Busschule bin von Katar, ja, vielen, vielen Dank Sonja fürs Reinschreiben. Ja, wie gesagt, ich glaube, er wird für die Klassenfahrt wieder eins kriegen. Und dann muss man gucken, wie man es danach dann handelt. Ich glaube, so ganz ohne. Also er hat auch schon Schulkameraden jetzt in der 3. Klasse, die 24/7 an ihrem Handy hängen. Und das finde ich halt eigentlich nicht so gut. Das macht Papa schon, also ich. Und ich weiß nicht, ob das sein muss. Also ich habe in der weiterführenden Schule eins bekommen, wegen dem weiten Schulweg. Und abends war es immer abgeben angesagt. Na gut, das kann man ja machen, dass man es abends einsammelt, zum Laden und so weiter. Ich habe damals aber nie den Drang gehabt, eins haben zu wollen. Meine Eltern hätten mir dann auch eins gekauft mit den Bedingungen, dass ich es abends abgeben muss. Wie gesagt, so ein Samsung A-Serie ist sehr gut. Günstig und robust. Ja, eigentlich brauchst du so ein Outdoor-Handy, weißt du, was nie kaputt geht. Das wäre was für Luft. Naja, wie gesagt, mal gucken. Müssen wir mal schauen. Sag mal, was ist denn? Also spinnt doch die Idee. Oh geil, jetzt geht meine Maus gar nicht mehr. Was ist denn hier kaputt? Meine Maus ist weg. Ich glaube, ich muss das Spiel mal kurz neu starten hier gleich. Mal kurz speichern, wenn das noch geht. Meine Maus ist weg. Hallo. Ah, jetzt meine Maus da, warte. Ich speichere mal schnell. Burgwalde. Das scheint wieder zu gehen. Keine Ahnung, was das hier überhaupt. Von Cut gibt es ein Auto-Handy, die gehen schwer bis gar nicht kaputt. Ja. Ja, sowas. An sowas hatte ich gedacht. So, wir brauchen noch ein Bäumchen hier. Ich finde den eigentlich ganz cool. Ja, 32C, da kannst du Wände mit einschmeißen. Ja, wollen wir gleich nochmal den Wildcat Sanctuary gucken oder lieber nicht? Oder was meint ihr? Moment mal eben. Achso, jetzt hat sie mir... Dankeschön, Julia, für die Auswahl. Robust und Akku hält lange. Ja, das 3210, das kriegst du nicht kaputt. Mit dem Teil habe ich die Fliese abgeschlagen, Wände eingerissen und das Haus neu gebaut. Ja, auch ein guter Hammerersatz. Trotzdem schrecklich, wie früh Kinder diese Geräte bekommen. Ja. Wir haben es gemerkt in der Schule, es wurde vorausgesetzt, dass du ein Tablet hast.
Und wir hatten so ein ganz Asbach-uraltes Tablet, was echt nicht mehr schön war. Und meine Frau hat erstmal ein neues Tablet gekauft für die Kinder, weil die ihre Schularbeiten teilweise auf dem Tablet machen sollen. Wird vorausgesetzt, dass du so ein Ding hast. Ja, gern schaue ich da rein. Dann würde ich sagen, machen wir nachher nochmal zum Abschluss. Mache ich mit euch eine kleine Zootour durch den Wildcat Sanctuary. Vor allem, ich habe es jetzt beim Zusammenschneiden gesehen. Ich habe in der 6. Folge jetzt richtig schön mein Speedbild besprochen, also ein Overvoice gemacht. Und hau dann erstmal raus. Ja, Wildlife Sanctuary und 10 Minuten später Wildlife Sanctuary. Ich so, what? Was redest du hier? Das heißt Wildcat. Ja, ich hätte es mal Wildlife nennen sollen. Aber gut. Also Kleinkinder im Kindergarten, Alter. Gib dir Geld für Silvesterknaller aus. Das Thema hatten wir vorhin schon mal. Und also ich nicht. Nein. Null. Nada. Erstmal, weil ich es meiner Meinung nach ist Geldverschwendung, aber das muss jeder selber wissen. Ich finde es für die Umwelt halt nicht schön. Ich finde es für die Tiere nicht gut. Von daher, nope. Ich gebe nicht einen Cent dafür aus. Wobei, das will ich auch nicht sagen. Vielleicht hole ich so ein Tischfeuerwerk oder sowas hier für zu Hause, für die Kiddies ein bisschen. Aber das ist dann auch schon alles. Ich habe mir ein Kinderset gekauft. Ja, ich finde sowas ist auch noch okay. Ich finde auch mit Kindern, muss man ganz ehrlich sagen, ist das auch noch immer ein Stück weit was anderes. Also, auch wenn du jetzt kein Kind bist, aber das ist immer noch, finde ich, ein bisschen was anderes. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie so wie früher teilweise, dass ich losgehe und mir eine komplette Aldi-Tüte voll mit Deep-Böllern hole oder sonst irgendwas. Also dafür, nee, weiß ich nicht. Da bin ich auch aus dem Alter raus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich kaufe nichts. Nee, wie gesagt, also höchstens so ein Kinderding. Das würde ich vielleicht auch noch machen, ja. Aber das ist dann auch wirklich das höchste der Gefühle. Guck mal, unser... Wie hieß er noch? Und ist fast ausgewachsen. Ist immer noch ein Kind. Ach ja, Mädels und Jungs, so ist das. Ich habe einfach schlechte Erfahrungen mit dem Kack gemacht. Den gibt's gefährliche Kämpfe. Ja, haut mal rein. Haut euch die Arme ein. Seitdem gibt's das nicht mehr. Und meine Katze findet es auch nicht so super duper. Er macht es jedes Jahr gut, aber er tut mir trotzdem leid. Ja, das Ding ist, die hören das ja auch ganz anders nochmal. Das muss man ja auch sagen, ne? Mit ein paar Knallfröschen und Knallerbsen und Bienen und sowas finde ich auch okay. Soll man machen. Gerade wenn Kinder dabei sind, finde ich das okay. Also vor 10 Jahren habe ich wahnsinnig viel geballt, bis meine damalige Hündin plötzlich Panik davon hatte. Ab da war Schluss. Du, ich bin früher auch losgegangen. Ich habe Böller überall reingeschmissen. Ich sag jetzt mal, Briefkästen nicht, aber überall in Gulli rein und was weiß ich nicht alles. Ich fand das total lustig. Ja, wie gesagt, mittlerweile hat man so ein gewisses Alter, wo man dann auch mal sagt so, nee, komm, jetzt reicht's auch. So, guck mal, jetzt kopieren wir uns das mal ein bisschen hier rüber. Machen uns das mal ein bisschen einfacher. Es ist einfach rausgeschmissenes Geld. Dann macht ja auch noch mehr Sinn. Ob es jetzt mehr Sinn macht, weiß ich nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Oh, guck mal da. Und da. Die Familie, also wenn wir jetzt hier ein Dings hätten, ein Franchise-Zoo, also wir würden so viel Geld machen mit dem Stinktier. Aber wie gesagt, die Ecke gefällt mir auch schon ganz gut. Muss ich sagen. Da müssen wir noch irgendwas machen. Da muss irgendwie, muss da noch was passieren. Für meine Umwelt schon. Hä? Achso, wir brauchen mal, ja. Nein, das ist richtig. Mal gucken die da durch den Baum durch. Ja, geht noch.
Jetzt dreht meine Maus hier wieder durch. Was ist denn hier los? Ey? Schnell abspeichern, bevor es nicht mehr geht. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz in den Chat. Ich starte mal kurz das Spiel neu. Und dann habe ich jetzt gespeichert? Habe ich gedrückt? Keine Ahnung. Ich speichere das mal kurz und dann switchen wir gleich mal in wie heißt es? In den Wildcat Sanctuary. Gucken wir uns den nochmal an. Und dann, wenn wir das angeguckt haben, dann ist nachher auch 10:45 oder was. Und dann reicht das auch für heute, würde ich sagen, ne? Oder wie oder was oder ja. So, starten wir das Spiel mal neu. Jo, so ist es. War auf jeden Fall wieder mal ein nettes Streamchen bisher. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich werde das jetzt nicht mehr so regelmäßig machen. Aber wie gesagt, guckt da gerne nochmal. Oh ja, das finde ich auch sehr schön. Das finde ich gut, dass ihr das auch findet. Guckt gerne nochmal bei YouTube rein. Da seht ihr dann nochmal ein paar Speedbuilds und so weiter. Also es ist nicht ganz ohne Content. So, meine Zoos. Jetzt müssen wir kurz gucken am Speicherstand. Der dürfte der aktuellste sein. Ich finde, jetzt mal ganz ehrlich, ich sehe es gerade hier in meinem Kamerabild. Die Brille ist gar nicht so schlecht, ne? Ich habe da jetzt so einen Filter drauf, dass die nicht so, also klar, wenn ich direkt ins Licht gucke, sieht man die Reflexion schon, aber dieses Grüne, es reflektiert nicht mehr so. Und ich habe dann irgendwie den Greenscreen in den Augen. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, der Wildcat Sanctuary geht fit. Ja, aber mal, oder bei der Fische, Julia, wann hättest du denn wieder Zeit zum Haare schnibbeln? Die schön, danke sehr. So, wir flitzen mal kurz. Ich bin schon im Spiel drin, aber wir gehen mal ganz an den Anfang, weil der ein oder andere hat es ja vielleicht noch nicht gesehen. Erkundungsmodus. Und wir switchen mal rüber. Das hier, liebe Damen und Herren, ist der Wildcat Sanctuary. Kurz mal zur Idee hinter dem Ding für diejenigen, die es nicht wissen. Hier wollte ich, ich sage es gleich mal vorab, der Parkplatz wird wahrscheinlich nicht so bleiben, der ist einfach nur Platzhalter erstmal. Musst du mir mal schreiben. Ja, ich sag mir, wann du Zeit hast und dann nehme ich mir die Zeit. Was wollte ich jetzt sagen? Und ich liebe? Ah, genau. Hier wollte ich mal so ein bisschen realistischer bauen, habe damit vor Monaten mal angefangen. Habe es dann irgendwie nicht mehr weitergebaut und hatte jetzt voll Bock, da so eine Geschichte draus zu machen und Speedbuilds zu machen. Also für die, die es nicht kennen, schnell vorgespulte Bauparts, wo man dann sehen kann, was ich da so bastel. Ja, hier vorne haben wir das einfach so, oder habe ich das so gebaut, dass ich hier Gebäude habe, da sind so Mitarbeitergebäude drin, die habe ich aber nicht verkleidet von innen, also die sehen... Wir sehen das hier gleich mal im Verwaltungsgebäude. Also die ganzen Schilder habe ich auch selber gebastelt. Das sieht hier drin nicht schön aus. Aber hinter diesem Quarantänebereich, da habe ich es nachher auch in Höhen gebaut. Ja, wie gesagt, hier ist so ein bisschen Wasserversorgung und Stromversorgung. Die ganzen Schilder habe ich halt selber gebaut und selber erstellt. Genauso wie unser großes Bild hier vorne. Ja, hier sehen wir schon mal einen Teilbereich vom Puma mit einem, finde ich, sehr gelungenen, netten Schild. Und das, Sonja hat es ja, glaube ich, schon gesehen, ne? Hier ist es im neuen Design sozusagen, die waren vorher anders. Da knurrt es schon, genau. Hier vorne liegt schon Puma. Aber da gehen wir gleich rein und gucken uns das mal an. Ich würde sagen, wir gehen erstmal den Zoo so ab, wie die Besucher ihn abgehen dürfen und können. Beziehungsweise gucken wir auch mal in die Verwaltungsgebäude rein, aber die Gehege an sich gucken wir uns nachher nochmal an. Ja, wie gesagt, Idee dieses Zoos ist halt folgendes. Sanctuary ist halt so eine Auffangstation und hier werden halt Wildkatzen, die irgendwo
eingefangen worden sind, beziehungsweise beschlagnahmt worden sind oder sonstiges, werden hier wieder aufgepäppelt oder dürfen hier ein Lebensabend verbringen oder wie auch immer. Das habe ich hier auch nochmal raufgeschrieben. Ich lese es mal kurz vor. Werte Besucher, unsere Tiere sind vom Zoll beschlagnahmt worden, aus nicht artgerechten Gefangenschaften oder anderen nicht tierfreundlichen Umständen gerettet worden. Sie haben bereits viel erlebt und wir bitten daher um ruhigen und vor allem rücksichtsvollen Umgang an den Gehegen. Vielen Dank oder wir danken Ihnen und wünschen Ihnen viel Spaß bei uns im Wildcat Sanctuary. Mir gefällt der Tiger. Eins meiner Lieblingstiere. Ja, da kommen wir auch gleich zu. Es gibt hier den Königstiger. Aber wir gucken mal hier kurz rein. Das sind halt die Quarantäneboxen sozusagen. Ne? Hier haben wir das für den Puma. Mit ein bisschen Klettermöglichkeiten hier. Ein Tor hier vorne. Hier ist dann nochmal das Schild für den Puma. Für die Leute, die sich dann ein bisschen was dazu durchlesen wollen. Hier haben wir ein bisschen Werkzeug hängen. Dann haben wir hier vorne, können wir auch nochmal zeigen, hier ist unser kleiner Wasserhahn, falls man die Biester mal abspritzen muss oder die Gehege reinigen muss oder sowas. Dann haben wir hier den Nebelpader, auch wieder mit so einem Schild. Und da hinten sind sie, die kleinen Biester. Die haben halt hier auch so einen Kletterkram, Lüftungsanlage, ist hier alles verbaut. Ja, wie gesagt, soll alles ein bisschen realistisch sein. Dann haben wir hier auf der Seite im Prinzip nochmal das gleiche in grün für den Königstiger. Auch hier mit Klettermöglichkeiten, so einem kleinen Indoor-Bereich. Aber die Gehege gucken wir uns nachher nochmal im Detail an. Hier war eins der neuen Tiere, den Karakal. Richtig geile Tiere. Ich weiß gar nicht, haben wir gerade eine hier drin? Nee, sind gerade alle draußen. Da gibt es dann auch nochmal so einen Außenbereich für. Aber gucken wir uns gleich nochmal an. Die haben so richtig geile Pinselohren. Ja, dann geht es hier quasi in den eigentlichen Zoobereich. Das ist alles so ein bisschen stadtmäßig, ein bisschen geradlinig, betontechnisch. Wir gehen erstmal hier rechts rum. Also hier entsteht auch noch ganz viel. Ne? Also das ist alles noch nicht fertig. Dann geht es hier nochmal in die Außenbereiche für den Mord der Nebelpader. Auch jeweils immer mit dem mit den Schildern. Ich laufe mal hier kurz rum. Ja, hier wohnt der Nebelpader. Ach komm, wir gehen einfach rein, scheiß drauf. Hier hat der Nebelpader sein Zuhause mit so einem kleinen Wasserbecken. Dann hier so ein bisschen Klettermöglichkeiten, Liegefläche und so weiter. Ja, das ist wie gesagt noch relativ simpel aufgebaut. Und das gleiche haben wir hier hinten nochmal für den Puma. Auch hier, das hatte Sonja bemängelt. Haben wir nochmal so einen, habe ich gar nicht bei den anderen noch gar nicht hingebaut. Aber hier haben wir nochmal so einen Kletterschutz, weil die sonst ja hier drüber abhauen könnten. Ja, auch hier eine kleine Wasserfläche. Bisschen Kletterkram. Jetzt mit Kletterschutz, genau. Und die Pumas, guckt euch die Tiere mal an, wie geil die aussehen. Richtig klasse. Ja, die Pumas haben hier nochmal so einen Zwischenbereich, sag ich mal. Das habe ich auf der anderen Seite nicht gebaut, aber gut. Ja, wie gesagt, Entschuldigung. Was hier noch so weiter gebaut wird, weiß ich noch nicht. Mal gucken, vielleicht machen wir hier auch einen dicken Zaun ran und dann ist es hier zu Ende. Wir flitzen mal schnell zurück und gehen auf die andere Seite. Da haben wir dann nochmal den Außenbereich von Tiger und vom Karakal. Da vorne gehen wir gleich hin. Genau, da sind die Karakals. Puma und Lux sind mega gut gelungen. Da passt einfach alles. Karakal habe ich mir bisher noch nicht angesehen. Karakal ist, achso, du meinst vom Design her. Dann guck ich dir an, den Karakal. Allein wenn sie sich bewegen, wie das da wackelt. Richtig schön, na, könnt ihr hier mal anklicken. Richtig coole Tiere. Gefällt mir richtig gut. Den habe ich mir aber noch nicht angeguckt, als ich meine Top 5 gemacht habe, sonst wäre er auch definitiv mit reingekommen. Richtig, richtig cooles Design, finde ich. So,
sind wir hier schon. Entschuldigung. Aus der Kamera raus. So. Nur aber. Ja, genau. Also hier ist nochmal. Entschuldigung. Hier ist dann nochmal der Außenbereich für den Karakal. Wie gesagt, da kommt jetzt am Sonntag das Gehege-Speedbild. Hier auch nochmal mit so einem kleinen Wasserbecken. Im Prinzip genauso wie die anderen Bereiche auch. Hier haben wir nochmal Wasser- und Stromversorgung. Hier geht es nochmal zu den Toiletten. Hier ist nochmal eine Toilette eingebaut. Hier haben wir noch ein bisschen Wasserhahn. Und dann haben wir hier nochmal, der ist ein bisschen anders gestaltet, aber auch ähnlich. Hier haben wir nochmal den Königstiger. Genau, geht hier der Weg halt auch lang. Wir gehen gleich nochmal rein ins Gehege. Hier habe ich auch nochmal das Fenster ein bisschen zugemacht, weil ich dachte nicht, dass sie da nachher hochhüpfen, die Fensterscheibe einschlagen und dann auf Beutejagd gehen. Ja, und die kleinen Biester konnten aufs Dach klettern. Aufgrund dieser kleinen Erhöhung, die sie hier haben, musste ich dann auch erstmal zubauen. Ja, und hier oben ist eine kleine Treppe. Da kommt sogar der Tierpfleger hoch. Sonderlift immer eben schnell und schon kommt die Katze rein. Da siehst du, Katze drin. Achso, du hast eine Allergie, das ist nicht gut. Ja, hier ist nochmal ein Wasserhahn, Schlauch und so weiter. Und hier so ein kleiner Wasserfall. Dass mal ein bisschen Bewegung drin ist. So, das war quasi der Quarantänebereich. Wie gesagt, hier passiert auch noch was. Was genau, weiß ich noch nicht. Schauen wir aber mal. So, dann haben wir hier den weiteren Bau. Da haben wir hier, ich nenne es immer das Frosthaus. Da ist der Schneeleopard drin. Da gucken wir gleich mal rein. Und hier haben wir ein Mitarbeitergebäude. Da bin ich auch relativ stolz drauf, auf das Ding. Sonja hat es teilweise schon gesehen auf Bildern. Ich werde jetzt gleich mal reingehen. Dann gucken wir uns das Ding mal an. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Zack. Wir haben hier eine Pinnwand. Ja, wie gesagt, wir haben Lichtschalter und so. Sowas brauche ich normalerweise immer gar nicht. Aber hier musste es mal sein, aufgrund des Realismus. Übrigens, Sonja, ich habe jetzt rausgefunden, wie wir Fleisch bauen können. Werde ich dir demnächst mal zeigen in einem Video. Ja, hier haben wir ein bisschen Obst. Wieder ein bisschen Stuff, der hier steht. Und jetzt kommt noch mal was. Ist eigentlich, ich habe mir das aus dem Internet gezogen, für Pflegekräfte oder irgendwie was, keine Ahnung. Aber wir haben einen Dienstplan. Und weil der Dienstplan ja nicht einfach nur auf dem Fernseher sein kann, haben wir den Dienstplan natürlich auch auf dem selbstgebauten Laptop hier noch. Der ist ja mit WLAN verbunden. Und so kann man hier immer gucken, wann man Dienst hat, was für Schichten man hat. Wie gesagt, ich habe es mir einfach aus dem Netz gezogen. So sieht unser auch aus. Ja, ich glaube, das ist für Pflegekräfte. Also irgendwas stand da auch. Aber aus was ist der Laptop? Der Laptop, ganz easy peasy. Warte. Die kleinen Bildschirme. Und dann habe ich zwei, drei übereinander gemacht. Und da habe ich da einfach, also auf dem einen Bildschirm habe ich halt den Dienstplan gemacht. Und auf dem anderen habe ich eine Wildcat-Tastatur drauf gemacht. Und schwupp, hatten wir einen Laptop. Ich habe nur leider nichts gefunden, was so schmal ist, dass man noch hätte einen Rahmen drum machen können. Und das Ding ist leider weiß an der Seite, aber ist egal. Ist halt ein MacBook in weiß und fertig. Fand ich ganz cool. Ja, wie gesagt, hier ist der Dienstplan dann. Hier haben wir noch schöne Lüftungsanlagen. Beleuchtung. Hier hinten ist dann, das habe ich aber nicht selbst gebaut, für die, die es nicht kennen. Hier ist dann die Futterhütte, wo man auch nach draußen gucken kann und auch dementsprechend reingucken kann. Dann geht es hier raus. Da ist die Seite, das ist noch nicht schön gemacht. Hier, das kommt noch. Hier vorne geht es gleich zu den Schneeleoparden rein. Dann haben wir hier noch den Generator quasi für die Lüftungsanlage so ein bisschen eingebaut, damit da nicht jeder Hans und Franz einfach rankommt. Genau, wir haben Regenrinnen überall dran. Halt, wie gesagt, alles ein bisschen originalgetreu. So, ich würde sagen, wir gehen mal rückwärts rein, damit ihr nicht gleich das Gehege seht. So, warte mal. Das gucken wir uns nämlich gleich in Ruhe an. Ja, dann haben wir hier wieder so ein bisschen Stuff-Krams liegen.
bisschen Stroh für die Gehege an sich und so. Ups, Entschuldigung. Dann haben wir hier auf der Seite noch Wasserhahn, ein bisschen Zeug. Ja, mal gucken. Ich werde hier mal schauen, dass ich hier vielleicht noch ein bisschen Fleisch auflege oder sowas. Mal gucken. Weil Fleisch, so wie die Gemüsekisten hier drüben, gibt es leider nicht. Aber ich habe im Netz gesehen, wie man das aus Kommas und all sowas ein bisschen selber bauen kann. Dann sieht es einigermaßen danach aus. So, und dann kommen wir hier jetzt quasi zum nächsten Gehege. Das ist dann der Schneeleopard. Sonja kennt es schon, hier habe ich das per WhatsApp schon mal geschickt. Aber das Ding finde ich zum Beispiel auch mega gut. Habe ich auch mit Photoshop selber gebaut. Wir suchen dich, wir bilden wieder aus. Tierversorgung, Tierschutz, Tierbehandlung. Sende deine Bewerbungsunterlagen an ausbildung@wildcat-sanctuary.com. Also, ich glaube, die Mailadresse gibt es nicht. Aber ich habe eigentlich schon gesagt, eigentlich müsste ich die Mailadresse nochmal gegen eine GMX oder sowas, und da muss ich meine erstellen, wenn dann einer tatsächlich eine Bewerbung schickt, dass ich zumindest darauf antworten kann und sagen kann, tut uns leid, sie passen leider nicht. Ja, hier haben wir nochmal ein großes Schneeleoparden Bild. Und dann kommen wir hier in das Gehege. Von der Seite kann man reingucken. Über diese großen Fenster. Aber nicht nur von da, sondern auch hier vorne können wir hoch. Und können hier auch nochmal reingucken. Hier habe ich dann auch nochmal so ein Kettengehänge. Sieht richtig geil aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr schön, Sonja. Das finde ich gut. Wenn du sowas schreibst, dann finde ich das auch gut. Wir gehen auch gleich nochmal rein und gucken uns das hin. Dann. Hier haben wir noch eine Toilette. Das Schild finde ich auch einfach klasse. Ja, genau. Und hier habe ich schon mal ein bisschen vorbereitet. Hier soll nachher noch wieder so ein Bereichchen, wie das Gebäude nachher aussehen soll, weiß ich noch nicht. Aber es wird wahrscheinlich, kleiner Spoiler schon mal vorab, es wird wahrscheinlich so ein Wüstenhäuschen werden, wo ein Gepard und ein Löwe oder sowas irgendwie reinkommt. Also so ein Savannengebäude, was dann quasi beheizt wird. So, wir gehen einfach mal hier in die Wand rein. Weil hier, hoppala, hier haben wir ja den Schneeleoparden drin, der wiederum auch hier natürlich kleine Lüftungsanlagen hat, damit das hier abgekühlt wird. Aber die haben wir auch in groß nochmal da oben. Kleine Lüftung, die, pass auf, zack, schön kalte Luft hier reinblasen. Und das Ding haben wir auf der anderen Seite auch nochmal. Wird hier ordentlich kalte Luft reingepustet. Und hier ist dann der Eingangsbereich quasi, wo wir eben gerade drin waren, wo die Mitarbeiter dann hier ins Gehege reinkommen. Ja, und was einige wissen, was ich ja nicht so häufig mache, hier mal kurz eine kleine Draufsicht, aber pass auf, die Gehege sind noch nicht, aber es ist auch alles schön beleuchtet. Wie gesagt, hier die Löwen auch noch. Die Gehege sind noch nicht beleuchtet, also wenn man hier reingeht, ist es alles duster. Will ich aber auch nicht zu viel beleuchten, weil die Tiere sollen ja auch mal nachts ihre Ruhe haben dann. Aber wie gesagt, es ist auch hier ein bisschen beleuchtet. Die Gehege an sich noch nicht. Ja. Es wird langsam und es macht mir gerade mega, mega viel Spaß. Und da gibt es dann halt Speedbuilds, ne? Die man sich dann anschauen kann. Er hätte jetzt beinahe gesagt, wir können uns ja einen so ein Speedbuild mal angucken, aber nein. Ich glaube, das will jetzt auch keiner sehen. Zumal Sonja die sowieso kennt und ihr könnt euch die alle auf YouTube ja gerne anschauen. So, wir gehen mal in den Chat rüber.
Ah, die Stimme, also langsam hört sie auf. Kann ich hier auch schon mal ausmachen. Ich höre gerade, wir haben gar keine Musik mehr auf dem Ohr gehabt, ne? War sehr schön mit dir, TJ, und dem Chat. Ja, fand ich auch. Auch wenn Corona, nee, ich mache die ganze Zeit schon Tests, also ich habe es scheinbar nicht. Ich würde aber gerne heute ausnahmsweise mal wieder raiden, weil ich glaube, dass noch eine ganz liebe Person online ist. Genau. Und sie spielt auch gerade Planet Zoo, wie ich sehe. Dann muss ich das hier mal eingeben. Raid. Also ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr einmal mit rüber huschen würdet. Das ist gar nicht so schlecht. Jetzt muss ich den Namen nochmal schnell kopieren. Ja, also wie gesagt, ich teste schon seit 3 Wochen oder sowas, also ich glaube, ich habe es wirklich nicht. Wie gesagt, es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr einmal noch mal kurz mit zu Jen rüber wechselt, kurz mal Hallo sagt. Wie gesagt, ich freue mich schon auf den nächsten Stream. Ich kann euch noch nicht sagen, wann das sein wird. Irgendwann demnächst vielleicht oder so. Ich würde es auf jeden Fall bei Instagram ankündigen und ja, guckt immer mal bei YouTube vorbei, da gibt es auch neue Videos. Am Sonntag kommt jetzt eins und wahrscheinlich am Samstag dann auch die Zootouren. Genau, wie du Lust hast. Nächstes Jahr vielleicht. Nein, wie gesagt, guckt einfach auf Instagram, dann werdet ihr es erfahren. Und ihr werdet es auch erfahren, wenn es wieder regelmäßiger losgeht. Aber ich möchte mich da einfach nicht ja, zu irgendwas drängen lassen oder so, sage ich es einfach mal. Also, ich wünsche euch, falls wir uns nicht mehr sehen sollten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Eine schöne Zeit mit der Familie und ich sage einfach mal ciao und bis gleich nochmal bei Jen Jen.